Okay, Deep Ends Gruppe ist auch ready. Okay, wir starten mit dem zweiten Tournament des heutigen Abends rein in die erste Runde. Team 4 gegen Team 5. Let's fucking go. So, lasst mich euch begrüßen. Erste Runde, Team 4 gegen Team 5. Wir haben hier auf der linken Seite haben wir Deepend auf seinem Mistreaver zusammen mit Smitty Evo auf seinem Devastation, wenn ich das richtig sehe, und Vanya auf dem Windwalker. Okay, krass, erster Windwalker des heutigen Abends. Ich bin gespannt. Und auf der rechten Seite haben wir Lycera auf dem Holy Paladin, mit Cassie zusammen auf dem DH und Jankovic auf dem Marksman Hunter. Ich wünsche beiden Teams natürlich nur das Beste, den besten Erfolg, den man hier haben kann, und viel Spaß. So, und nochmal an den Chat, wir spielen bis einschließlich zum Halbfinale, spielen wir Best of Threes, und das Finale wird ein Best of Five sein. Oh, Smitty Evo hier, gleich am Anfang schon ordentlich einen auf den Dötz gekriegt, kann hier aber Lycera erstmal stunnen. Jankovic kriegt hier aber auch einen ab. Deep End tradet hier sein Cocoon. Jankovic ein bisschen hier im Fokus. Da kommt der Swap auf Lycera mit, der gerade den Sack raus hatte. Muss bubbeln hier. Plus Wings, alles ab. Also viele Cooldowns bleiben da nicht mehr. Janko wieder unter 50% gedroppt hier. Smitty aber auch gut low. Also ich würde hier gar nicht sagen, wer hier als erstes fällt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Jenko wieder gefährlich low, unter 50%. Versucht hier den Heckenschützen-Schuss anzubringen, der natürlich richtig viel Damage macht, wird hier aber jedes Mal unterbrochen. Versucht hier ein bisschen Land zu gewinnen. Verpieselt sich so ein bisschen hinter den Pillar, hat aber jetzt auch wieder eine ungünstige Position, weil die anderen DPS jetzt auch wieder den Pillar kuscheln. Kick hier auf sengende Gedöns hier von Lycera. Plus Into Leg Sweep, Melee Bubble muss hier getradet werden. Smitty Evo, keine eigenen Defenses mehr. Die Wards sind raus. Jetzt kommt hier wieder der Breath, und wir wissen alle, wenn Evoker Breath zieht, dann gibt's ordentlich Damage. Aber der lässt hier so ein bisschen auf sich warten. Stattdessen kriegt Smitty hier gut eins auf die Nase. Aber wer wird als erster fallen? Smitty oder Jenko? Also das ist beides eine knappe Sache. Hier wird auf jeden Fall mit Rückzug versucht, so ein bisschen, und Freedom, sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Smitty, Jenko, beide low. Da kommt die Turtle von Jankovic raus. Die war auch sehr notwendig an dieser Stelle, muss ich sagen. Wir haben noch eine Melee-Bubble und in 24 Sekunden wieder den Sack. Ready, Disarm hier auf Jenko. Der kann natürlich ohne seinen Bogen nicht viel machen. Trappt jetzt hier den Monk raus, um frei casten zu können. Leg Sweep, und wird wieder interrupted. Ne? Also wenn man sagt so, Hunter kann free casten, der hat noch nicht in dieser Lobby gegen Smitty Evo und Vanya gespielt. Geisteskrank, wie der hier rausgenommen wird. Aber er kommt trotzdem immer wieder dazu, hier Damage rauszuholen. Cocoon muss wieder auf Smitty getradet werden. Da sind natürlich, die Pfeile sind heute spitz, würde ich sagen. Die Pfeile sind heute spitz. Lycera, Sacrifice ab. Plus Wings, Karma Touch wird auch gezogen. Deep End auf jeden Fall Vorteil Mana-technisch. Der darf jetzt allerdings jetzt auch mit steigendem Dampening natürlich hier, muss er irgendwie versuchen, One-Shots zu vermeiden, ne? Weil Cassie und Jenko, wenn beide ihren Burst richtig timen und vielleicht dann auch noch den einen oder anderen CC landen, dann ist hier ganz schnell Feierabend. Smitty hier low gedroppt, nimmt sich aber hier den DH, beziehungsweise den Deep End, und kann sich selbst nochmal irgendwie rescuen. Aber hier Jenko low, Smitty low. Jenko low, Smitty low. Ich weiß gar nicht, ob ich links oder rechts zuerst gucken soll. Wir haben hier wieder den Burst-Up. Schnellfeuer hier von Jankovic. Aber irgendwie scheint es, als ob er selber hier den Schaden kriegt. Und Smitty Evo beendet das kurzerhand mit einem Disintegration auf Jenko. Erste Runde. Na gut, die können es natürlich noch versuchen. Aber ich glaube, jetzt an dieser Stelle ist hier nicht mehr viel zu holen. Ich würde schon sagen,
Erste Runde geht an Team Smitty, Team Deep End und Vanya. Erster Punkt. Matchpoint an dieser Stelle. Wir gehen nach dem Game gleich wieder rein und gucken mal, welche Arena wir kriegen. Es kann natürlich sein, dass Team 5 jetzt hier mit Tori, Yenke und Lycera sich dazu entscheidet, vielleicht nochmal umzuloggen auf eine andere Klasse. Und vielleicht noch ein bisschen was zu verändern. So, wir verlassen die Arena. Guter Auftakt in diesem 140k Disintegration. Junge, das ist auch halt Wahnsinn, was der Devastation Evoker hier raushaut, ne? Wenn beide Teams ready sind, bitte kurzes Zeichen an mich. Dann würde ich nämlich gleich wieder rein queuen. Aber ihr habt natürlich Zeit, jetzt nochmal zu reloggen, ob ihr vielleicht nochmal was swappen wollt. Aber es sah eigentlich nicht schlecht aus. Also es war halt am Ende wirklich, wer kriegt da nochmal den Hit? Team Deep End ist ready. Wie sieht's auf Seiten von Lycera aus? Übrigens, Lycera, Winner vom ersten Tournament des heutigen Abends. Also der hat da auf jeden Fall schon mit Team Fuckface schon bewiesen, dass da ein Champion in ihm steckt. Okay, beide Teams sind ready. Wir gehen in die zweite Runde Matchpoint Gruppe 5. Wir haben noch keinen Shergard gesehen heute. Vielleicht sparen wir uns das auch noch für ein 5v5-Cluster ab. Auf. So, Team Lycera hier unverändert. Weiterhin DH. Nicht mehr, wir haben jetzt aber nicht mehr Marksman. Wir haben hier Yenko hat geswappt auf BM, was nicht die schlechteste Möglichkeit hier ist. Oh, Smitty DK auch von Evoker rüber auf DK, als hätte er den Braten gerochen, sage ich mal. Aber ich weiß halt nicht, ob DK, obwohl, ist halt Walking Dead, ne, was wir hier sehen. Ich glaube, schimpft sich so, ne? DK Windwalker, auf jeden Fall eine Comp, die man nicht unterschätzen sollte. Ne? Wenn beide ihre CCs gut timen, gerade der Grip mit einem Leg Sweep und Full Burst rein, kann hier in frühen Sekunden schon das Match entscheiden. Und hier wird gleich auf Yenko eingetrommelt. Da kommt der Grip. Deep End mit reingezogen. Der kann aber jetzt erstmal wieder hier auf Abstand gehen, toppt hier den Smitty, der hat natürlich seinen Burst an, alles am Laufen. Spielt der Frosty K? Ich habe keine Ahnung. Ist das normal? Ist das unholy? Ist unholy, ne? Ich weiß es gar nicht. Yenko hier auch 180k DPS am Pumpen. Cassie auch 200 DPS. Also ich würde sagen, Team Lycera böllert hier aber auch den Damage aus. Karma von Vanya musste gezogen werden. Zone und Shield wurde auch von Smitty schon getradet. Cocoon ist auch schon raus. Haben wir eine Minute Cooldown. Smitty hier gefährlich low. Und das kann das eigentlich schon sein. Hier Incap auf Cassie. Der kann sich jetzt aber befreien. Und jetzt wird geprügelt. Ne? Leg Sweep nochmal. Das reicht dann nochmal für Deep End, um nochmal ein bisschen seine Teammates hier zu toppen. Anti-Magic Shield. Cassie, Yankovic. Beide low. Ne? Das ist halt dann auch der Damage von beiden. Und es sollte ja auch gleich wieder soweit sein. Ne? Gerade Smitty ist auf seinem DK natürlich so ein Minuten-Cooldown-Trader. Der kann gleich eigentlich wieder alles ziehen und hier das komplette Team auslöschen. Der Yenko, low hier. Wird gesackt von Lycera. Smitty, ebenfalls low. Und es ist schon wieder zwischen Smitty und Yenko hier ein Fight. Cassie droppt jetzt auch low. Jetzt muss Lycera muss hier richtig pumpen, um hier seine beiden Teammates zu stabilisieren. Cassie immer noch ein Blur ab. Also vielleicht könnte man mal sagen, trade doch den Blur hier, um dein Heiler ein bisschen zu entlasten. Cocoon hier von Deep End auf Smitty und Lycera wird jetzt, auf Lycera wird gesmobbt. Melee Bubble. Cassie. Low zieht jetzt erst den Netherwalk. Also der ist sehr, sehr greedy in seinem Cooldown-Usage. Yankovic 50%. Yenko macht das gut. Der holt sich hier gut den Abstand, um ordentlich Damage zu pumpen und nicht unbedingt Target of Choice zu sein. Jetzt fehlt eigentlich nur noch,
eine richtig nice Trap, um das Game zu securen. Hier Enter Magic Shield von Smitty gezogen. Deep End fast oben, die Zera auch fast oben. Hat hier aber noch eine Mini-Bubble und einen Sack. Wir haben auch noch Turtle ready. Jetzt wird ein Swap auf Deep End und Smitty DK. Und da macht Team 5 hier den Ausgleich. Und wir haben jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das hatten wir im letzten vorangegangenen Tournament, hatten wir das nicht. Da waren die Games eigentlich ziemlich klar entschieden. Aber jetzt haben wir ein 1-1. Das heißt, wir gehen in eine dritte Runde. Und guck mal, wer weitergeht. Also, Junge, was ist denn los, Alter? Und ich krieg schon wieder Kopfschmerzen vom Labern, Alter. Das ist doch Wahnsinn heute. Beide Teams sagen mir bitte, wenn sie ready sind. Und wir gehen dann sofort rein in die dritte Runde. Well played, beide. Auf jeden Fall. Beide Teams sehr gut gemanagt hier, den Bums. Also ich muss das Tournament hier vielleicht nochmal starten. Ne? Starte das Turnier. Okay, Team Lycera ist ready. Wie sieht's bei Team Deep End aus? Mach mal hin, ich will auch endlich ran. Alles zu seiner Zeit. Aber das ist doch schon mal... Also das ist ein krasser Auftakt. Gleich ein 1-1 in der ersten Runde. Not bad. Matchpoint hier, beide. So, Team Deep End, wie sieht's bei dir aus? No pain, no gain. Vielen Dank fürs Folgen. Herzlich willkommen im Stream. Lehn dich zurück, genieß die Show und... Ja, herzlich willkommen. Scheiße. Event. Ready? Zeichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Chat, ich bin ziemlich froh, dass ich hier nicht mitspiele, ne? Rest of Druid nochmal auf die Schnauze kriegen, hätte ich heute nicht vertragen. Sei ich so, wie es ist. Wäre ich offline gegangen. So, beide Teams sind ready. Matchpoint. Gruppe 4 gegen Gruppe 5. Erste Runde. Threes Tournament. Die zweite. Let's go. Empyreum-Domäne. Auch das erste Mal am heutigen Abend gesehen. Nice. Finde ich geil. Ist eine schöne Arena. Hatte anfangs ein paar Kontrastprobleme, als die rauskam. Da war die ziemlich blendend. Wurde aber dann, nachdem Shadowlands dann irgendwann vielleicht zu Ende war, dann mal gefixt. Wir kennen unsere WoW-Devs. Die sind immer sofort da, wenn irgendwas schief läuft, wenn DH vielleicht, wenn irgendeine Klasse irgendwann mal viel zu OP sein sollte. Die Devs sind da. Die swappen das beim nächsten Reset. Junge, da wird alles gemeldet. Perfekt, so wie man das kennt. Furchtbar als Magier, man bleibt beim Blinzeln an der Stufe hängen. Echt? Oh nee. Da gibt es aber auch noch die ein oder andere Arena. Ich hasse das auch. Schrecklich. Ist auch ekelhaft, ekelhaft. Zwei Addons später ist alles gefixt. So sieht es nämlich aus. So, Smitty von DK wieder auf den Evoker geswappt. Jenko auf dem BM. Let's go. Aber Lycera auf dem Holy Paladin auch sehr, sehr stark. Hat tatsächlich das erste Tournament am heutigen Abend gewonnen mit Fistweaver. Aber lohnt sich in der kommt natürlich nicht. Incap auf Lycera. Vanya voll Burst am Laufen. Cassie hier. Low, traded Blur, Darkness und Netherwalk. Das war vielleicht letztes Match ziemlich greedy gewesen, was die Cooldowns angeht. Jetzt alles auf einmal getradet. Auch stark, sehr, sehr stark. Cassie hier natürlich Target of Choice. Wurde disarmed. Ja, kann hier aber noch von Lycera getoppt werden. Hat immer noch seine Bubble, zwei Mili-Bubbles. Also es hat halt höchstens Sacrifice gekostet. Das ist sehr, sehr stark. Vanya, unter 50% hier. Sleepwalk auf Lycera. Und da wird reingesmashed. Incap hier auf Jenko. Cassie. Ich glaube, die haben sich hier, Smitty Evo und Vanya haben sich beide auf den DH eingeschossen. Jenko ist relativ free. Und ich will mal jetzt mal versuchen, darauf zu achten, ob Jenko vielleicht
die eine oder andere Trap landen kann, um einen Kill zu securen. Aber ich sehe hier schon, Deep End ist auf Zack. Ne? Der riecht den Jenko schon aus 5 Metern Entfernung. Das ist nicht viel, ne? Sagen wir 50 Meter Entfernung. Und verpisst sich hier gleich. Der will sich nicht noch eine Trap einfangen, gerade in so einer schnellen Meter. Jenko unter 50% gerade. Deep End schon viel Mana getradet. Tatsächlich. Sacrifice. Deep End hat aber immer noch sein Cocoon ready. Also das ist... Es ist ein Zwiespalt, ne? Man sittet quasi auf Cooldowns, wenn man irgendwas mit Pure Mana toppen kann. Hier kommt der Cocoon. Und Vanya kriegt dann jetzt ordentlich auf den Döds hier. Kein Karma mehr. Noch ein Anti-Magic, hier Magie-Diffusion. Bringt aber auch nicht so viel gerade. Weiß nicht, ob das überhaupt ein sinnvoller Pick gewesen ist gegen diese Comp. Leg Sweep hier. Cassie, Incap hier auf Lycera. Into Leg Sweep. Da kommt ein Silence nochmal von Cassie. Kann nochmal getoppt werden. Bubble. Melee Bob. Und da kommt der Swap auf Jankovic. Smitty kriegt hier gut Kellen serviert. Cassie wieder. Also Jenko hat hier eigentlich viel Freiraum. Hat auch die Diamond Trap hier auf Deep End getroffen. Und da kommt der Silence auf Deep End. Und das war's. Smitty geht down. Und somit entscheidet Team 5 die erste Runde für sich. Meine fucking Damen und Herren. Junge, nicht schlecht gespielt. Nicht schlecht gespielt. Ich trage das Ganze schnell ein. Gruppe 5 gewinnt das erste Match und ist weiter. Wir gehen jetzt in die zweite Runde. Und ich bitte Gruppe 3. Kiara, Holy, It's Julie, sich zusammenzuraufen, denn ihr drei tretet an gegen Gruppe 6, Evuki, Manchester und Skin. Auch bitte ready machen. Trappen E-Endgegner für alle Heiler in Arenen. Ja, obwohl halt schon Monk zu den Heilern gehört, wo es echt am schwierigsten ist, da eine Trap zu landen. Also ich habe jetzt auch das Game nicht drauf geachtet, wie oft da die Trap kam, aber ich stelle mir das äußerst schwierig vor, ja, tatsächlich. Aber der Silence zum Schluss, der war on point und hat da auf jeden Fall den Kill secured. Gibt's nicht. Warte, ich kann das gerne hier einmal reinposten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist einfach der Link, den ich habe. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Ich kann das auch anpinnen. Von mir aus. So. Genau. Gruppe 3 gegen Gruppe 6. Ich gehe hier erstmal raus. Ja. Hopp, hopp, hopp. Sehr schöner Auftakt. Ach nein, Treppen. Wie Treppenstufen. Ach so. Ach so. Ich dachte, du hast einfach nur eine Rechtschreibschwäche. So. So, wir gehen rein. Team 3. Jetzt muss ich erstmal gucken, was war denn Team 3? Habe ich doch gerade vorgelesen. It's Julie. Dich habe ich vorhin geedit. Da, bam. Und Gruppe 6. Evuki, Manchester und Skin. Habe ich Skin auch? Oder Manchester, bist du... ist ja normal auf Twitch, verstehe. Manchester, wer hat bei euch Lead? Habe ich dich nicht auch irgendwo? Da. Ich glaube, Skin habe ich nicht. I'm not sure. Ach, du! Yo, Parladose, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Oh, Junge, bist du denn online hier live? Da. Ach, du bist das, Junge, sagte ich. Ich dachte, hä, Skin? Ist das neuer?
Junge, der zeigt mir, wenn du queust, auch nicht an, dass wir auf Battle.net sind. Manchester hat jetzt Lead. Okay, ich ändere das jetzt halt einfach schnell. So. So, sind beide Teams ready? It's Julie, seid ihr ready? Manchester, seid ihr ready? Einmal bitte Feedback. Dann würde ich nämlich gleich reingehen. Ready. Jetzt rein. Okay. Ready, go, go. Junge Loki, du bist richtig ungeduldig, ne? Du hast richtig Bock. Okay, wir gehen rein. Zweites Aufeinandertreffen. Let's fucking go. Nochmal. Enigma-Tigel. Digga, wo ist denn hier schön Share gerade, Alter? Schön so eine richtige Hass-Map. Fuck, ich habe Details nicht resettet. Vielleicht passiert das automatisch. Let's see. Also, aber merkwürdig, ne? Bei den letzten Tournaments hat das nicht so gut funktioniert. Muss Show machen für die Leute jetzt hier. Achso, okay, verstehe. So, lasst mich einmal kurz zusammenfassen. Wir haben auf dieser Seite hier Team Skinhead. Team Skin. Wir nennen es Team Skin. Mit, ist das Fistweaver? Mistweaver? Wir wissen es noch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Devastation zusammen. Oh, zweiter Devastation heute schon. Iwuki. Und DH Manchester. Gegenüberliegende Seite haben wir It's Julie auf Holy Paladin, Chiara auf dem Arms Warrior und of course auch auf DH. Ich bin gespannt. Aber der Evoker will ich jetzt nicht sein. Fuck face, fuck face. Moment, wenn Manchester in der Gruppe ist, dann ist das dann Team Buttface? Oh Mann, Alter, ihr liebt euch auch. Sacrifice wird hier getradet auf Chiara. Sharpenblade ist ab. Und ich habe so das Gefühl, dass Chiara so ein bisschen Schwierigkeiten hat zu connecten. Of course, Chiara, beide low. Melee Bubble wird hier getradet. Also, das hätte ich hier anfangs ganz anders erwartet. Ich hätte gedacht, Evoki kriegt hier richtig die Kellen. Aber Julie hat hier so ein bisschen Schwierigkeiten, das Team zu toppen. Aber ist noch alles fein. Es ist noch alles fein, nichts entschieden. Manchester droppt hier slow. Sleepwalk auf Evoki, followed by Stormbolt. Wall ist up. Chiara hier im Bladestorm unterwegs. Julie findet noch Zeit, hier die Repentance auf Skin zu casten. Aber hier wird wieder der Damage geböckert, ne? Chiara unter 50%. Of course, 50%. Divide Assault muss hier gezogen werden. Und Sacrifice wäre wieder ready. Wird auch geused an dieser Stelle. Darkness wurde auch getradet. Also das Team von Julie ist hier gerade ein bisschen hinterher. Cocoon hier von Skinhead. Of course, unter 50%. Letzte Wall vom Evoker auch raus. Chiara wieder hier, Target of Choice. Kriegt jetzt ultimativ in die Schnauze. Julie kann hier aber ihr Team, sein Team, keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal von ihr aus. Gut toppen. Evoki! Low hier, Repentance of Skin, sehr schön gelöst mit dem CC. Darkness musste hier auch auf der anderen Seite getradet werden. Es reicht aber nicht. Und Evoki geht down. Melee, hier Bubble nochmal von Julie gezogen. Chiara auch nochmal in der Bedrängnis. Manchester, ne, der kämpft sich heute durch. Der hat die Schnauze voll, der will nicht mehr verlieren. Der gibt nicht auf und zieht hier nochmal volles Brett durch und versucht hier Julie nochmal irgendwie die Gar auszumachen. Es ist Wahnsinn. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Manchester will nicht aufgeben, er will nicht aufgeben. Chiara hier nochmal low. Und ja, ich weiß nicht. Also ich finde den Ehrgeiz beeindruckend. Und das hätte ja auch fast jetzt nochmal hingehauen, aber... Die Frage ist, wie lange will man hier noch durchziehen, ne? Rein theoretisch, ne? Hier wird Cocoon nochmal getradet. Könnte jetzt Skin
wenn er richtig smart und sneaky ist, hier nochmal den Evoki retzen, aber also wenn sowas durchgeht in einem Game, dann würde ich mir über andere Sachen wirklich Gedanken machen hier. Manchester, jetzt haut ihn doch mal weg hier. Ich weiß, der ist hartnäckig, der will das nicht einsehen, dass er hier die erste Runde vielleicht gelost hat, aber so sind halt die Regeln, ne? Es ist nicht unbedingt gewonnen, nur weil einer tot ist. Ist natürlich im 5v5 eine ganz andere Geschichte. Als im 3v3 und auch wenn die Chancen jetzt minimal gering sind, hier jetzt noch einen Win zu holen. Naja. Obwohl es natürlich auch guter Teamgeist gewesen wäre, zu sagen, okay, ich akzeptiere den Lose und wir beenden das, damit wir in die nächste Runde gehen. Aber schönes erstes Game. It's Julie haut hier den ersten Win rein. Wir spielen aber natürlich Best of Three. Das heißt, ich bitte beide Teams, sich wieder ready zu machen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, nochmal umzuloggen. Auf eine andere Klasse oder ähnliches. Willkommen Insane. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich immer wieder. So. Mehr Teams als letztes Mal. Ja, wir haben ein Team gerade mehr. Wir müssen mal schauen. Ne? Wir sind auch gerade am Anfang von Tournament. Also lehn dich zurück. Buttface gegen Fuckface. Das Duell. Wer ist Buttface? Buttface ist Team Manchester anscheinend. Okay, Deep End hat mir schon Zeichen gegeben. Die sind ready. Julie, wie sieht's bei dir aus? Ready? Oder wollt ihr was verändern? Ich glaube nicht. Ihr habt eine gute Konstellation, ne? Yes, auch das Team ready. Wir gehen rein. Matchpoint hier für Team 3. Oh! Nee, doch. Digga, ich höre hier im Hintergrund auf das Discord und die verunsichern mich. Matchpoint hier für Gruppe 3. Oh, Loki hat hier umge... Ach, das war Loki, Junge. Jesus, der hat hier gespielt. Junge, der ist jetzt auf Eule unterwegs. So, Skin. Man muss auch sagen, ne, hier, DH Boomy auch eine sehr starke Comp. Oh, hier gleich Root Beam auf Julie. Kann aber gut rauskommen. Chiara hier unter 50%. Clone nochmal auf Julie. Die by the Sword muss gezogen werden. Und Chiara geht down. Oh mein Gott. Und das ist der Ausgleich. 1-1. Gruppe. Junge, also. Das kann es ja wohl jetzt nicht sein, ne? Wir haben letztes Tournament, haben wir, Junge, da war das so glasklar, wer diese Runden holt. Da gab es keinen Fight, ne? Aber hier, das zweite Mal, zweites Aufeinandertreffen hier zwischen Gruppe 3 und Gruppe 6, auch den Ausgleich geschafft. Gute Idee vielleicht hier, den Boomy auszuholen. Aber das war ja ein schneller Win. 45 Sekunden hat das Game gedauert. Not bad. 1-1 steht es jetzt. Das heißt, Matchpoint, das Team, was die nächste Runde gewinnt, ist auf jeden Fall erstmal eine Runde weiter. So, beide Teams ready. Gib mir bitte Rückmeldung, damit ich starten kann. Natürlich haben beide Teams jetzt nochmal die Möglichkeit, etwas... So, jetzt wird ein bisschen ernster gespielt. Ist so. Man merkt das auch. Also ich habe hier auch das Gefühl, das Niveau ist ein ganz anderes, als würde man normal Threesladder spielen. Okay, Manchester Team ist ready. Julie, wie sieht's bei dir bzw. bei euch aus? Können wir starten?
Erstmal die Chats zu machen. Okay, auch Julies Team ist ready. Wir gehen rein. Matchpoint. Ich muss nochmal starten. 2 Sekunden, okay. Ja, dann lehn nochmal ab. Ich sag Bescheid, wenn ich queuen kann. All good. Okay, dann gehe ich. Ich nutze die Gelegenheit, gehe schnell pipi. So, Julie hat gesagt, Team ist ready und jetzt gehen wir rein. Matchpoint. Attacco, los geht's. Knockhut. Oh, ich sag's immer wieder, ne, wenn diese Arena kommt, ich weiß nicht, ob ich sie liebe oder hasse. Ne? Keine Ahnung. Wilde Geschichte auf jeden Fall. So, zwischendurch muss ich auch nochmal einen Disclaimer machen. Übrigens, wenn ihr ein Amazon Prime Konto habt, dann könnt ihr einmal im Monat einen Streamer auf Twitch kostenlos unterstützen und rein subben. Und ja, ich muss das machen, weil wer hier rein subbt, der kriegt auf jeden Fall einen deutlichen Boost auf das Geschlechtsmerkmal. 3 DHs, ach du Scheiße. It's Julie, hier mit Narnia auf dem DH und of course auf dem DH. Und Skin weiterhin mit dem Team Boomy DH. Ich bin gespannt, Double DH, Junge. Also es wird immer verrückter, ne? Ich habe das Gefühl, okay, wir spielen einmal mit Reverse Magic, das ist okay. It's Julie, hier gleich in der Bedrängnis. Junge, Junge. Loki low, ist Julie low. Und mir fehlen da so die Peels, ne? Also ich hab so das Gefühl, so vielleicht sollten Of Course und Narnia vielleicht ein bisschen peelen, aber Julie hat das eigentlich ganz gut im Griff, kann hier Manchester eigentlich gut outplayen, aber es ist eigentlich da nur eine Frage von Zeit. Jetzt kommt 5 Sekunden Stun hier, gefolgt von einem Root Beam, wurde aber leider gebrochen, muss aber Bubble traden, um hier nicht zu sterben. Narnia low.
Hodge ist raus. Skin, gutes Mana-Management bis jetzt. Cocoon auch noch ready. Loki hier schön am Clone. Schön Narnia rausgenommen. Und das ist natürlich, also Boomy ist natürlich richtig ekelhaft, ne? Wenn man hier gut seine Fähigkeiten oder gutes Momentum aus seinen Utilities ziehen kann, dann hast du halt hier die Möglichkeit, viel Damage rauszunehmen und halt auch mit Root Beam Clone einen Kill zu securen. Hier, Clone of Narnia, Stun of Julie. Loki droppt low, wird aber sofort wieder von Skin getoppt, ne? Julie, wieder low hier. Melee Bubble getradet. Und ist es das, wenn hier jetzt weiter auf Julie gefokust wird? Sie versucht natürlich jetzt hier mit dem Mount und einem Freedom hier ein bisschen Luft zwischen sich zu kriegen. Und es steht hier alleine da, ne? Muss hier tatsächlich, hier kommt der Beam. Gilt halt auch, wenn Narnia rausläuft, trotzdem und stirbt hier. Und ach du Scheiße. Junge, Junge, da haben mir die Peels gefehlt. Da muss ich sagen, mir haben die Peels gefehlt. Da muss man sagen, okay, Hut ab, Gruppe 6, Team Skin. Die haben hier den Matchpoint für sich entschieden und wir gehen gleich rein in die Übersicht hier. So, ich trage es kurz ein. Gruppe 6 geht hier weiter. Bam. Das heißt, das nächste Team, das wir jetzt sehen werden, ist Team, oder das nächste Spiel ist Team 1 gegen Team 5. Bedeutet, oh Gott, ich lock aus, Digga. Es ist schon wieder so weit, ne? Ich bin absolut im Bruch. So, Team 1, Gruppe 1, Berserk, Poke und Halunke, bitte ready machen. Gegen Gruppe 5. Ah, okay. Dann spielen die in. Ich muss erst mal gucken, wer wann gegeneinander spielt. Okay, ihr spielt erst in Runde 4. Na gut. Gruppe 1, auf jeden Fall Berserk, Poke und Halunke spielen jetzt gegen Team 5. Tori, Jenko und Lycera. Bitte ready machen. Ja, ich hab das Bracket ja nicht designt. Es wird ja automatisch so entschieden. Aber so sieht's aus. Das heißt, die beiden Spieler haben wir jetzt durch. Wir gehen jetzt hier in Bracket 3. Dann kommt hier Team 4, 2 gegen 6. Und dann haben wir wieder zwei Loser-Teams und dann gehen wir rein ins Lower Bracket. Junge, Junge, Junge. Halunkenballe ist schon ready. Nice. Lycera auch ready? Okay, ja, das ging ja flott. Dann gehen wir rein in Runde 3 Tournament. Let's go. Also ich mache die Reihenfolge hier tatsächlich nicht, wie das hier in diesem Bracket aussieht. Also das ist, ich spiele es jetzt hier nach Reihenfolge, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann 10. Also ich habe mir die ganze Scheiße hier nicht ausgedacht.
Das macht hier das Tool von alleine. Ich habe mich aber damit noch nicht so wirklich auseinandergesetzt, was man noch für Möglichkeiten hat, das Ganze ja, besser performen zu lassen, weil wir hätten ja theoretisch hier auch noch ein drittes Team. Ja, es ist schwierig. I don't know. Ich mach die Regel nicht. Ich richte mich hier nach dem Tool und so wird es halt gespielt. So. Wir haben Lycera weiterhin mit Cassie DH und Jenko auf dem BM. Gegen Halunke auf Mistweaver, Berserker auf DH und Poke auf BM. Das ist fast ein Mirror-Match. Stark. Frage ist, wer spielt hier mit Reverse Magic? Beide spielen Reverse Magic, beide spielen aber auch Diamond Trap, ne? Junge, ist das geisteskrank. So, Cocoon wird hier getradet auf Poke. Der Zorn des Wildtiers. Aber Swap hier auf Halunke. Der muss Wall usen. Kann sich aber hier gut securen. Landet hier in der Trap. Das ist auch so eine Sache, ne? Gerade wenn man Hunter spielt, der will man ungern auf den Heiler gehen. Gerade halt auch als BM, weil man ja so ein bisschen Dot Damage aufbaut. Turtle hier muss getradet werden hier von Poke. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen darauf zu achten, wie das hier aussieht mit den Traps, ne? Weil Lycera ist hier die ganze Zeit in Bearbeitung von Berserk. Und Poke versucht hier so ein bisschen mit Damage zu machen. Aber ich als Main Hunter kann das natürlich auch verstehen. Ne? Ich hasse das, wenn meine DPS auf den Heiler gehen. Weil du spielst halt nicht umsonst eine Klasse, die mit Trap und mit Range Kicks hier Games entscheiden kann. Aber nichtsdestotrotz, Lycera hier Bubble gezogen. Poke hier, unter 50% live. Wird hier von Cassie gut bearbeitet. Jankovic hier schön am Damage ballern. Sie folgen Halunke, Mana-technisch schon ein bisschen zurück. Muss hier Cocoon traden auf Poke. Ist halt jetzt die Frage, ne? Welches Team macht das Ganze besser? Ne? Lycera muss sich selbst hier Melee-Bubble geben. Berserk dropped low. Hat jetzt nichts. Doch, Netherwalk ist noch up. Darkness könnte auch noch hier getradet werden. Um vielleicht Poke ein bisschen zu retten. Poke macht hier aber den Schritt nach hinten. Sieht nicht, dass Halunke hinten im Cage steht. Und leint hier Halunke leider, der jetzt im Stun ist und geht natürlich down. Da war vielleicht ein bisschen Misscommunication zwischen Heiler und DPS. Die haben sich ja wirklich geleint. Ne? Und unglücklicherweise kam hier jetzt natürlich auch Cage into Chaos Nova. Und das hat den Kill auf jeden Fall secured. GG's hier in der dritten Runde. Erste Runde. Für Team Lycera. Also Berserk und Halunke, dass die jetzt hier noch einen Win rausholen, das halte ich für nicht möglich, aber let them try. Halunke geht down und ich glaube, das ist hier ganz klar entschieden. Ich trage schon mal hier in meinem kleinen Notizheft Punkt ein. Matchpoint diesmal Team Lycera. So, natürlich haben beide Teams jetzt wieder die Möglichkeit, irgendwie zu rotieren, durchzuswappen, Specs zu ändern, Klassen zu wechseln, was auch immer. Bitte beide Teams mir Bescheid sagen. Wenn ihr ready seid, dann queuen wir in die zweite Runde rein. Matchpoint hier Team Lycera. Team Halunke ist ready. Ich habe hier keinen Timestamp. Hat Lycera das gerade geschrieben? Na gut, dann soll er ablehnen, wenn er nicht ready ist, oder was? Ist auch ready, okay. Gut, es geht los. Zweite Runde. Gruppe 1 gegen Gruppe 5. Matchpoint, Lycera.
Sieht alles noch unverändert aus. Also es scheint ja keine schlechte Comp zu sein. Tatsächlich habe ich auch mit Smitty Priest zusammen, der auch auf DH unterwegs war und ich auf Survival Hunter, haben wir auch ein bisschen Threes in the Ladder gequeued. Und mit einem Resto Druid zusammen. Und das hat auch sehr, sehr gut harmoniert. Ne, ich hatte halt auf Survival auch genug Utility da, um meinen Resto Druid zu peelen, weil der wurde halt auch oft, genauso wie das mir auch in dem Tournament passiert ist, gefokust. Und ich kann selber nachempfinden, wie gefährlich und knapp das ist. Deswegen. Aber Hunter DH scheint echt keine schlechte Comp zu sein. Ne? Gerade BM hat auch großen Sustain Damage. Range Kick. Was ist hier mit Jenko los? Hat der einen Disconnect? Was machen hier Sachen? I don't know. Musste der reloaden? Ja, wird natürlich jetzt hier bearbeitet. Wir werden gleich mal Disconnect. Die Frage ist, wollen wir das Game redoen? Weil DC ist natürlich immer unlucky. Kann passieren. Aber wir sind ja keine Untermenschen. Ich würde... Zählt nicht. Okay, ich würde sagen, wir verlassen die Arena nochmal und starten im Hakenkampf nochmal neu. DC ist wirklich unlucky. Da kann man nichts machen. Ja, neu, okay. Okay, alle sind dafür. Das heißt, wir gehen hier einmal raus, bitte. Wir starten das Game einmal neu. Also wenn sowas natürlich in between passiert, ne? Bei DCs, bei Disconnects stoppt man doch fair und dann geht's weiter. Machen die das bei AWDC nicht auch so? Ja, also in dem Fall kann man das machen. Wir haben ja sonst, machen wir ja immer nur Shuffle-Tournaments. Und wenn wir dann schon 3 Runden gespielt haben und dann jemanden DC hat, dann ist halt Pech. Weil ein Shuffle zu redoen ist natürlich richtig bescheuert. Deswegen... redoen wir das hier. Wir sind hier im Threes-Tournament. So, all good. Kann passieren. Ist unschön, aber das kostet uns hier weder Zeit noch Kraft. Deswegen, all good. Wollte auf den Hunter warten, aber der DH hat nochmal Damage gemacht auf mich. Yeah. Junge, ich bin ja genauso. Wenn ich ein Shuffle spiele oder so und ich sehe, da ist einer disconnected, dann gehe ich da hin und faul den um. Hier gibt's kein Fairplay. Aber das ist hier ein Tournament. Da sind wir ein bisschen netter zueinander. So einen Sieg wollen wir nicht. Genau. Na, ist aber dennoch, und das muss man euch dann auch lassen, ist das halt Matchpoint immer noch Team Lycera. Das heißt, Team Halunke muss hier jetzt einen Win holen. Ansonsten ist das Match... verloren und Team Halunke geht ins Lower Bracket. Scheiße, neue Arena, ne? Wollte ich nicht dieselbe machen? Ach, scheißegal, ist auch egal. Ich glaube, im Mirror Match macht das halt auch nichts aus. Also, es gibt weder Vor- und Nachteil hier. Scheiß drauf. Geht auf meine Kappe. Hier, Opener gleich auf Berserker. Und wir sehen hier, Jenko macht hier eine sneaky Geschichte. Sitzt noch hier in der Unsichtbarkeit. Das ist natürlich so ein bisschen Utility-Using vom Beastmaster, aber es ist machbar, dass du deine Pets aus der Unsichtbarkeit holen kannst und schon angreifen kannst. Und du kannst halt bis auf deine Shots, kannst du alle Abilities usen. Von Tötungsbefehl bis Zorn des Wildtiers, ohne aus dem Stealth rauszukommen. Und da kann man natürlich gut Utility von ziehen. Allerdings kriegt Jenko hier gut auf die Kerbe. Ne, Lycera hat hier echt struggled, so ein bisschen zu toppen. Da ist der erste Sack ist halt auch raus. Ne, jetzt ist Jenko getoppt. Cocoon muss hier auf Poke getradet werden. Darkness vom Berserker liegt auch ebenfalls. Vielleicht nicht ganz verkehrt, aber Cocoon und Darkness zu overlappen ist... ja. Ich weiß halt auch nicht, ob die jetzt im Discord zusammensitzen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Ne? So, beide Hunter hauen sich gegenseitig so ein bisschen in die Schnauze. Ne? Also Jenko kriegt hier gut rein, Poke kriegt hier gut rein. Die DHs werden gar nicht angefasst. Ne? Obwohl halt auch so ein DH in so einem Stun gut liegen kann. Poke hier, unter 50%.
Lycera, Sack hier. Poke immer noch unter 50%. Halunke, bisschen Schwierigkeiten hier, Poke am Leben zu halten. Der ist aber immer noch, muss jetzt hier turteln. Ich wollte es gerade sagen, der hält seine Turtle wirklich bis zum Äußersten zurück. Aber das gibt natürlich Halunke viel Zeit, um hier sein Revival und Cocoon wieder ready zu kriegen in 15 Sekunden circa. Die Frage ist, schafft Poke es so lange zu überleben, ne? Dienko ist hier on the run, Junge. Der hüpft hier durch die Arena wie von der Biene gestochen. Kriegt hier aber selber gut Damage. Und ich achte da schon wieder nicht drauf, ne? Hat hier jemand vielleicht mal eine Trap gesehen? Da kommt er jetzt dann auf Halunke into Diamond Trap. Cocoon muss auch wieder getradet werden. Berserker low hier. Hat aber immer noch Netherwalk up, deswegen sehe ich hier nicht Berserker hier irgendwie in irgendwelchen Schwierigkeiten. Aber ich glaube, weakest target scheinen hier beide Hunter zu sein. Die fressen natürlich unnormal Damage, ne? Hier, Incap auf Lycera, gefolgt von Diamond Trap, ist natürlich unlucky, weil sich das beides de-art. Das heißt, wir kriegen hier aus einer sowieso schon eine Sekunde kürzeren Diamond Trap nur 2,5 Sekunden CC hin, aufgrund der DR-Situation. Und Dienko ist hier low, macht Todstellen. Reicht das aus? Und es reicht tatsächlich aus, dass hier Lycera nochmal jumpen kann und muss aber trotzdem nochmal Cocoon, nicht Cocoon, sondern hier Turtle usen. Cassie auch gleich die Darkness gelegt, ein bisschen overlapped hier, aber das haben wir auch vorher schon auf der anderen Seite gesehen. Deswegen, jetzt ist beide Seiten fast even. Halunke hat leider aber kein Mana mehr. Es ist, oh mein Gott. Poke kann jetzt hier wirklich sterben. Also ein gesetzter Countershot hier vielleicht auf den, hier, und da kommt er schon in dem Moment, wo ich es gesagt habe. Aber Poke hat, der lebt noch halt, kriegt hier nochmal einen Cocoon reingetradet. Sehr gut gemacht von Halunke, aber Mana-technisch sieht es echt wirklich eng aus, wohingegen Lycera noch ein bisschen Mana übrig hat. Wings noch ab, Melee Bubble, Sacrifice noch ab. Also eigentlich Favorite hier auf Team Lycera mit dem Paladin. Diamond Trap hier nochmal, aber der Sack war vorher schon raus. Dienko kriegt hier aber ordentlich auf den Sack jetzt, ne? Hat noch Todstellen über, das ist 3 Sekunden lang 99% weniger Schaden. Und das reicht aus, dass Lycera hier toppen kann. Bubble ist raus und Poke ist hier fast tot. Kann der sterben? Kann der sterben? Stirbt er oder stirbt er nicht? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier los? Und Poke geht down. Team Lycera, aka Gruppe 5, entscheidet hier den Matchpoint für sich und holt einen Win. Und ich muss sagen, also DHBM gefällt mir tatsächlich in dem heutigen Tournament sehr, sehr gut. Aber wir werden sehen. Wir haben nämlich noch hier Teams, die wir noch, oder ein Team, zwei Teams, ein Team, was wir noch gar nicht gesehen haben. Zwei Teams, die wir noch gar nicht gesehen haben. Junge, Junge, ich mach die Regeln doch nicht. Aber wir tragen hier ein. Gruppe, was war das denn jetzt? Gruppe 5, Win in der dritten Runde. So, könnt ihr das sehen? Tragen wir ein. Bam. Bedeutet, wir gehen jetzt zu Spiel Nummer 4. Das heißt, Gruppe 2 ready machen. Street, Stressblum und Sydney gegen Gruppe 6. Auch bitte ready machen. Evoki, also Loki, Manchester und Skin. Doch, die haben wir schon gesehen. Wir haben Gruppe 1 noch nicht gesehen, okay. Ja, ist ein bisschen weird, wie das Bracket hier aufgebaut ist. Aber ich setze mich damit in Zukunft mal ein bisschen mehr auseinander. Aber es macht schon Sinn. Ist halt bei den Fünfer-Teams genauso aufgebaut. Yo, Manchester ist gleich schon ready, Alter. So, Sydney habe ich gar nicht auf der F-List, ne? Scheiße, hätte ich vielleicht mal adden sollen. Sonst musst du den Lead einfach an Street abtreten, denn nehme ich den halt rein. Oder du schmeißt mir noch ein Ad rüber. Den will man auch nicht auf der FL haben. Hallo, hallo, hallo. Kein Stress hier. Bitte lieb miteinander umgehen. Okay, du hast Lead. Perfekt.
So. So, Shridolin. Bam. Und wir haben auf der anderen Seite, wen haben wir noch? Skin. Bam. So, ich frage nochmal rein an die beiden Teams. Team Manchester ist ready. Wie sieht's aus bei Team Shreed? Seid ihr alle ready? Yo, Team ist ready. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die vierte Runde. Team 2 gegen Team 6. Hallo, hallo, hallo. Das gilt auch an beide, ne? No Pain und Lord Sydney. Bitte auch beide benehmen hier. Sonst muss ich leider einen auf die stille Treppe schicken. Und da möchte man eigentlich, seitdem man 10 Jahre gewesen ist, vielleicht nicht mehr rauf. Und dafür sind aber auch diese Wargames da, ne? Ihr könnt immer euren Frust rauslassen und dann könnt ihr mal zeigen, was wirklich hinter den großen Klappen steckt, die wir hier von allen Richtungen immer hören. So, also kommt ran und fightet. Wir gehen rein. Vierte Runde, Team 2 gegen Team 6. Kann ich nicht. Warum kann ich nicht? Turn up. Wieso kann ich die Warteschlange nicht beitreten? Habe ich irgendwas hier? Muss ich reloaden? So, Digga, das ist mir jetzt zu viel, Alter. Also entweder könnt ihr euch benehmen oder lasst es halt sein, so. So, das ist das letzte Mal, dass ich was sage. Entweder ihr benehmt euch oder ihr werdet auf die stille Treppe gelegt. Nochmal warne ich euch nicht. Das ist für ihr wirklich im Guten gemeint. Also, Schnauze halten. So, wir gehen rein hier jetzt. In der Hoffnung, ich kann jetzt queuen. Ich höre nichts. Warum kriege ich das? Ist einer von euch nicht Lead? Oder ist Manchester Lead? Ist Manchester Lead? Ich glaube ja, ne? Jetzt hast du wieder Lead? Okay, gut. Okay, ihr trollt mich auch halt, ne? So, das hört sich gut an. Danke Insane für die Werbung. Robodrom, let's fucking go. Gruppe 4, wollte ich schon sagen. Runde 4, Gruppe 2 gegen Gruppe 6. Let's fucking go. Und wir gucken mal, was wir hier zur Auswahl haben. Wir haben einen Resto-Shaman dabei. Sehen wir auch das erste Mal bei uns im Tournament. Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten Engal schon auf Resto-Shaman, der auch eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat. Aber es scheint halt so, dass Monk wirklich Favorite Healer bei meinen Tournaments sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber lasst mich euch begrüßen. Auf der linken Seite haben wir Sydney hier auf seinem Resto-Shaman. Shreed Monk auf dem Windwalker und Stressblume auf dem DH. Eine schöne melee-lastige Cleave mit großem Kill-Potential. Gegen rechte Seite Skinhead auf Mistweaver, Loki auf Eule und Manchester auch auf dem DH. Die Comp hat sich jetzt schon in den vergangenen Games ausgezahlt und ich guck mal, was ein Resto-Shaman dahingegen machen kann. Es geht los. Da wird Manchester gleich im Opener mit Lasso rausgeholt.
Und kommt nochmal der Stun. Jetzt ist auch wirklich Full DR auf Manchester. Root Beam hier auf Sydney. Ist aber noch nicht gefährlich. Kann sich aber alles in Windeseile ändern. Street Monk zieht hier jetzt auch sein Burst und trommelt hier in die Leute rein. Healing Tide steht. Und Loki kriegt hier gut eine Kelle. Leckt so ein bisschen rum, zumindest auf meinem Bildschirm. Muss hier aber im Bären sitzen. Street Monk hier unter 50%. Kriegt hier ordentliche Kellen ab. Wall Totem. Und jetzt heißt es, wer hat gute Augen? Wer sieht die Defensives? Ich bin Kandidat. Ich sehe das Wall Totem vielleicht einmal von 100. Und laufe grundsätzlich immer raus. Loki hier. Cage of Skin. Und jetzt werden beide auf jeden Fall getrained. Street Monk macht hier natürlich einen Heiden Damage. Stressblum auch gut mit dabei. Der Einzige, der hier so mit dem Damage ein bisschen theoretisch halt laut DPS-Meter, laut Details auf der Strecke bleibt, ist die Eule. Und also die Melees kloppen hier raus, ne? Und das ist halt jedes Mal wieder eine Herausforderung, das zu heilen. Street Monk hier unter 50%. Loki ebenfalls unter 50%. Hier Cocoon muss getradet werden für die Eule. Manchester wird gleich wieder gleich geswappt hier. Wall von Street. Wir haben in 15 Sekunden aber wieder ein Wall-Totem ab auf der Seite von Sydney. Der sitzt auch gerade im Clone. Kann jetzt wieder anfangen, seine DPS zu toppen. Aber Street Monk und Stressblum, beide low hier. Wird vielleicht Zeit für einen Link. Man weiß es nicht. Street kriegt hier noch mehr rein. Incap hier auf Sydney. Gefolgt von einem Clone hier von Loki. Es reicht aber. Wird aber Spirit Link. Trinket Spirit Link hier von Sydney. Nature Swiftness heißt das beim Schamanen genauso wie beim Restitute. Ich weiß es nicht. Karma ist leider auch ab. Bisschen overlapped hier, aber vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Und holy shit. Loki, low. Lasso hier auf Skin. Sydney kriegt den Beam hier ab. Street Monk wieder low. Leg Sweep hier auf Sydney. Ist das hier der Kill-Setup? Da kommt der Clone auf den Leg Sweep. Und Street Monk hier richtig low. Healing Tide kommt hier sofort. Wird auch nicht gekillt. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe gegen Resto Shaman. Haut die Totems weg. Gerade Healing Tide Totem lohnt sich, weil das erst mit der Zeit, wie es steht, stärker heilt. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn es tickt und ihr es dann erst umhaut. Wichtige Sache, muss man sich merken. Sydney, low. Ascendance ist hier gerade am Laufen. Ist das Ascendance oder ist das sein Death? Ich glaube, es ist sein Death. Ich habe keine Ahnung von Schamane. Ich habe mal hier Schamane ausprobiert. Ich habe zwei Solo-Schaffe gequeued und habe den dann gelöscht. Der liegt irgendwo verrottet jetzt in den tiefen Katakomben der gelöschten Charaktere. Auf die Scheiße habe ich persönlich keinen Bock, aber Respekt an jeden, der sich Resto Shaman hier zu Gemüte führt. Und es ist tatsächlich in der aktuellen Ladder kein schlechter Heiler. Ja, Sydney kriegt hier ordentlich einen auf die Mütze, kann hier einen Fake Cast rausholen. Sehr gut, kann sich gegen nochmal toppen. Der Ring wird auch nochmal zum Port gelegt. Hier kommt der Beam und er wird auch gleich auf Sydney geswappt. Der schafft das aber hier hinter die Wall zu gehen, toppt sich hier mit einem guten Heal. Loki hier, unter 50% Skin, kein Mana mehr. Und ich muss hier sagen, also der DH und der Monk, die schlagen sich echt nicht schlecht, ne? Gerade, also es sieht gut aus, ne? Also und ich wünschte, ich könnte den Stressblumen oder hätte den Stressblumen besser heilen können, als ich auf Resto Druid und mit ihm im Team war. Weil man sieht hier, wie tatsächlich mit einem guten Heal, und so würde ich das jetzt auch erstmal unterschreiben, die Games halt deutlich Value ziehen. Wir sind hier schon bei 4,5 Minuten. Proc hier von Sydney. Skin schafft das hier so ein bisschen Mana wieder gut zu machen. Loki kriegt hier auch wieder gut auf die Schnauze. Karma touches up. Plus Wall. Leider ein bisschen overlapped, aber vielleicht auch sinnvoll. Wird hier natürlich auf Karma von der Eule rausgeholt. Und was sind das für Plays? Also das ist mir schon am Anfang aufgefallen. Da kam der Incap into Leg Sweep und nahtloser Clone dann nochmal auf den Incap. Und Street geht hier gefährlich low und stirbt leider Gottes. 3 Sekunden wäre Wall wieder ab gewesen. Und da kommt nämlich das Problem. Da wurde die Wall mit dem Karma zusammen getradet. Und das hat jetzt hier den Sieg gekostet in der ersten Runde für Team 2. Und ich bin schon wieder. Puh.
Nicht schlecht. Sehr gute erste Runde. Es ist aber auch noch nichts vorbei, ne? Also Stressblum und Sydney können hier gerade auch aufgrund des Manas von Skin, der jetzt hier komplett oben ist, die können hier das Spiel immer noch für sich drehen. Also, ich muss nicht sagen, Cocoon hier nochmal getradet. Jetzt sind alle Cooldowns sind raus. Also, wenn Sydney und Stress hier Mana-technisch nochmal gut einen rausholen, ne? Wir haben hier noch einen Spirit Link. Wir haben hier Netherwalk noch auf Stressblumen. Und wenn hier weiter Damage gepumpt wird, könnte das vielleicht sogar noch klappen. Aber hier wird jetzt auf jeden Fall erstmal Stressblumen rausgenommen und wird erstmal auf Sydney gegangen. Der wird hier von Manchester gejagt. In der Zeit sitzt Skin natürlich da und trinkt, holt sich Mana zurück. Sydney versucht hier, ihn da so ein bisschen zu stoppen. Kriegt hier den Beam ab und läuft jetzt natürlich, droppt hier low und es reicht halt nur noch ein Star Search oder ein Touch of Death. Und dann war es das auch mit Sydney. Schade. Gute erste Runde hier. Nicht schlecht gespielt. Ein bisschen besseres Defensive Cooldown Trading und ich sehe hier Monk und DH auf jeden Fall nochmal als Favorit, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ich bitte natürlich wieder beide Gruppenanführer, sagt mir Bescheid, wenn ihr ready seid, damit ich weiß, wann ich in die nächste Runde starten kann. Schönes Game. Ja, ja. Also das war schon big. Das war echt sehr, sehr stark. Muss ich sagen. Beide Teams haben sich sehr, sehr gut geschlagen. Bisschen besseres Cooldown-Trading. Und dann läuft das auch. Also es war halt auch auf beiden Seiten ultra knapp, ne? So, ich frage nochmal nach hier. Ready? Wie sieht's bei Trainer aus? Achso, dein Plus heißt, du bist ready. Ich dachte, du stimmst dem GG zu. Gut. Wir gehen rein. Zweite Runde. Matchpoint hier für Team 6. Was ist das eigentlich für ein schreckliches Lied, Alter? So, beide Teams auf denselben Klassen wieder unterwegs. Also es war echt knapp. Also ich sehe jetzt hier auch keine Notwendigkeit, vielleicht irgendwas zu swappen. Also es war schon gar nicht schlecht. Junge, Junge, Junge. Matchpoint hier. Team Skin. Team Sydney muss hier jetzt auf jeden Fall einen Win holen, damit wir wieder, damit wir even sind. Na Grant. Zweite Runde, let's go. Da wird, Manchester hier, Favorite Target, kriegt hier das Lasso rein, gefolgt vom Legstreep. Loki droppt hier low, was ist hier hinten los? Da muss ich erstmal gucken. So, Loki wird hier von Stressblumen attackiert hier. Fängt sich jetzt ein Clone ein. Und Street Monk hier im Wall Totem. Sollte eigentlich safe sein. Junge, Alter, da passiert im Opener schon sehr, sehr viel. Also ich glaube Skin, hier Team Skin, Loki, Manchester, die sind heiß. Ne? Gerade Manchester, erstes Tournament, auch in der Vorrunde halbwegs rausgeflogen. Der will jetzt hier Blut sehen, ne? Der hat Bock. Der will jetzt hier den Win
für sein Team securen und da wird Damage gemacht. Ne, Sydney droppt Low hier. Also hier, Lasso auf Skin into hier nochmal Stun vom DH. Reed wird hier rausgeklont, da wird Damage geswappt. Also die kleinen Ghosts auf den Heiler sind stark und ich glaube, Schritt für Schritt wird das hier. Karma hier von Treat. Also das kann funktionieren, ne? Also man hat hier gesehen, dass Team Sydney hier immer Heiler-Ghost macht. Skin hat aber hier natürlich Cocoon ab und alles. Also der wäre theoretisch safe. Der könnte höchstens in einem Stun sterben, aber Loki ist auch auf Zack, ne? Sobald hier ein Swap gemacht wird, ist Loki da und klont einfach die Leute raus. Ne? Hier Windshear auf Loki. Big. Und hier jetzt kommt der Go auf Skin. 50%. Stun und Root hier auf Stressblumen. Hier kommt der Ring. Das ist aber gut. Das ist gut. Das ist Cooldown Forcen. Loki wird getrained. Lasso auf Skin. Was ein Go. Muss Trinket ziehen. Cocoon usen. Und jetzt wäre es natürlich insane, wenn die jetzt nochmal auf Skin swappen würden. Ne? Der hat kein Cocoon mehr. Der hat nichts. Root Beam hier auf Sydney. Shreed versucht hier so ein bisschen Luft zu machen. Unter 50% hat kein Big CD mehr. Oh! Und geht down. Stark gemacht von Loki Skin. Die werden, und die nutzen natürlich gleich die Gelegenheit, sich hier den Matchpoint zu sichern. Und gehen im Tournament einen Schritt weiter. Wir schauen jetzt parallel hier einmal in das Bracket. Ne? So, jetzt muss ich einmal kurz gucken. So, Gruppe 6 Winner jetzt hier. Bam. So, bedeutet Team 2 jetzt im Lower Bracket. Das heißt, das nächste Match, was wir jetzt sehen, ist Team 1 Berserk, Poke und Halunke gegen Team 3 Kiara, Holy und It's Julie. Bitte ready machen. Wir gehen jetzt ins Lower Bracket. Es ist noch nichts verloren, ne? Also auch Team Sydney hat hier noch die Möglichkeit, sich aus dem Lower Bracket wieder ins Final zu prügeln. Also all good. Ja, also es steht zwar Loser Bracket, Lower Bracket, Loki, komm, hier, ne, muss das sein, Sticheleien fallen auch unter die Kategorie. Sein lassen. Ist doch am besten, wenn man einfach nichts dazu sagt. So, ich nehme hier die beiden Heiler schon mal wieder ins Target. War ein gutes Game, auf jeden Fall. War stark. Also Loki, man muss sagen, ich glaube, MVP wäre Loki gewesen, weil der natürlich mit seinen Clones immer auch die Ghosts gestoppt hat. Aber ich sage das auch nur, weil ich ihn primär angeguckt habe. Ne? Also ich habe da auch primär drauf geachtet. Deswegen ist vielleicht die ein oder andere Aktion von dem einen oder anderen ein bisschen untergegangen. Aber da wurde, wenn da ein Swap gemacht wurde, wurde sofort Damage mit einem Clone rausgenommen. Das war schon sehr, sehr stark. Halunke, bin ich doof? Habe ich dich nicht? Ach, Digga, ist Horde, Alter. So, wer ist bei... Halunke, bist du Lead auch? Okay. Jetzt muss Julie noch Bescheid geben, ihr Go geben und dann gehen wir rein. Julie auch ready. Das heißt, wir gehen erste Runde, Lower Bracket, Team 1 gegen Team 3. Let's go.
Leute, wenn ich den Namen da auf der linken Seite schon wieder lese, ne? Junge, Junge, da krieg ich Vibes, Alter. Mein Gott, hat Fuckface letztes Tournament gerissen, Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Digga, ist das geisteskrank. Lasst mich begrüßen. Erste Runde Lower Bracket. Gruppe 1 gegen Gruppe 3 war das, glaube ich. Wir haben hier auf der linken Seite It's Julie auf dem Holy Paladin mit Fuckside auf dem Arms Worry und Nani auf dem DH. Gegen rechte Seite Tinsyu auf dem... Oh, Halunka auf dem DPS. Okay, die haben einmal durchgeswappt. Tinsyu auf dem Mistweaver. Berserker auf gewohnt wie auf DH und Halunka auf dem Arms Warrior. Das heißt, wir haben hier schon wieder fast ein Mirror-Match, ne? Das ist auch wieder klasse. So, Trinket. Ich hab mich verguckt. Oh, it's Julie, muss hier gleich im Opener, muss hier den Bubble ziehen. Du Scheiße, Die by the Sword auch. Halunke auch, Die by the Sword. Hier fliegen die Cooldowns, ob offensiv oder defensiv. Die fliegen hier durch die Arena. Hier 4 auf Tinsyu. Holy fuck, Avatar auf beiden Seiten gerade ready. Hier wird Damage gekloppt, ne? Und it's Julie ist hier, die braucht hier... Er, sie, es braucht hier, Julie braucht hier auf jeden Fall die Peels. Und sie kam nicht. Und Julie ist tot. Holy fuck. Unter einer Minute, erste Runde. Was ist da los? Also der hätte zumindest nochmal eine Darkness fliegen müssen. Aber Wings auch noch ready gehabt. Ei. Ja, manchmal ist der Damage echt unberechenbar, ne? Ja, ist es eine Teamaufgabe, ne? Aber wir hatten das ja auch schon in dem ersten Tournament heute, dass man so kalt erwischt wird und das Game halt dann in den ersten 15 Sekunden vorbei ist. Also das haben wir auch schon gehabt. Da muss man sich aufeinander einspielen. Und ich weiß nicht, ob das Team auch in Voice ist, ne? Also ihr habt immer die Möglichkeit, bei mir aufs Discord zu kommen und dort einen Channel für euch zu beanspruchen, wo ihr dann miteinander kommunizieren könnt, falls ihr sonst keine Möglichkeit habt. Aber das ist hier jetzt erstmal erste Runde gespielt. Matchpoint für Gruppe 1, ja. So, ich brauche wieder von beiden Teams das Go. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, jetzt irgendwas in eurer Konstellation zu ändern, ne? Also, ihr müsst nicht so spielen. Hauptsache ist, dieselben Leute spielen miteinander. Halunke, ready. Wie sieht's aus bei Julie? Darf ich starten? Oh, der ist auch ein mega Song, ne? Okay, beide Teams ready. Matchpoint, Team Halunke.
Junge, der Song ist einfach zu gut, ne? Ich will den eigentlich laufen lassen. Aber hier wird gleich wieder Nägel mit Köpfen gemacht. Julie. Gleich hier wieder im Opener. Also, Julie hat's nicht leicht, ne? Wird hier getrained. Und wir brauchen hier die Intervenes. Wir brauchen die Darknesses. Wir brauchen Bubble im Opener. Was macht das Team von Julie? Wir brauchen hier wirklich den Team-Support und aber auch noch genug Druck in ihre andere Richtung. Fuck, seid hier. Low. Sharpen Blade ist ab. Halunke kriegt jetzt hier ein bisschen auf den Sack. Ich weiß nicht, ist das jetzt hier Counter? Muss Die by the Sword Cocoon Overlap. Das ist gut für Team Julie. Fuck, seid hier immer noch 50% live, während Julie versucht, hier verzweifelt vor den beiden DPS zu flüchten, ne? Hier kommt der Charge auf Halunke. Hier muss was passieren. Julie schon wieder low. Das steht am Melee-Bubble. Muss geused werden. Und ich hoffe, dass jetzt der ein oder andere Cast durchkommt, ne? Ansonsten sieht es wahrscheinlich schlecht aus hier für Team Julie. Und Falkseid ist hier low. Ah, und kann leider nicht mehr getoppt werden. Was haut Tinsyu, Berserker und Halunke? Was hauen die hier für ein Brett raus? Holy Moly, Junge. Und damit entscheidet Team 1 die Runde für sich. Ach du Scheiße, Alter. Wir gehen in die Übersicht. Als nächstes spielen wir das nächste Game im Lower Bracket. Bedeutet, wir haben jetzt hier Gruppe 2 mit Shreed, Deathbloom und Sydney. Bitte ready machen. Gegen Team Nummer 4. Smitty, Vanya und Deep End. Let's get ready. Das ist ein Game, darauf freue ich mich. So, ich guck mal hier. Wie, der ist weg. Das kann ja nicht angehen. Er ist back, okay, dann ist ja gut. Ist ja gut. Also, ich sag's nochmal kurz. Also, ich zeig nochmal gerne das Bracket für diejenigen, die das noch nicht verstanden haben. Ich brauche selber halt auch noch ein bisschen, um das zu checken. Das ist hier ein Tool, das lost quasi automatisch aus, wer gegen wen spielt. Und das ist alles irgendwie durchdacht. Das heißt, es spielt erstmal erstes Game, zweites Game, drittes Game, viertes Game. Die Loser aus den Teams gehen in einen Loser Bracket sozusagen, das bedeutet die Double Elimination. Dort spielen halt die Verlierer aus den ersten Runden gegeneinander und haben nochmal die Möglichkeit, sich bis ins Final hochzukämpfen. Also, nur weil man vielleicht jetzt ausgeschieden ist in den ersten Runden, heißt das noch nicht, dass der Sieg hier einem vergönnt ist. Deswegen sehen wir hier jetzt ja auch nochmal Gruppe 2, Shreed, Deathbloom und Sydney. Zusammen gegen Smitty, Vanya und Deep End. Ich nehme hier wieder Shreed ins Target. Opa, 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 opa. So, und Deep End in der anderen Gruppe. So. So, ich schreibe beide nochmal an. Ready? Fragezeichen. Ich hole mir in der Zeit nochmal ein Energy hier.
So, beide Teams sind ready. Das heißt, wir starten rein. I'm Julie. Vielen lieben Dank fürs Folgen. Herzlich willkommen. Wir starten rein in die... Ist das jetzt die zweite oder dritte Runde? Ich muss selber nachgucken, ne? Starten hier auf jeden Fall in die zweite Runde im Lower Bracket. Gruppe 2 gegen Gruppe 4. Let's fucking go. Prost! So, Deep in Vanya, Smitty, DH, das ist ja schon wieder Mirror, ne? Also ich habe so das Gefühl, dass DH Windwalker hier, ach du Scheiße, was geht hier im Open ab? Street hier unter 50%, Stressblum auch unter 50%, da wird die Wall getradet von Sydney, der muss jetzt hier aber erstmal den Stunt von Smitty fressen. Ja, und das ist jetzt halt die eine Schwierigkeit, jetzt halt noch in der Wall zu bleiben, ne? Sweet Monk wird hier getrained. Holy shit! Junge, was haben Vanya und Smitty DH? Die powern hier ja raus, ne? Ach du Scheiße. Was ein Auftakt. 45 Sekunden. Erste Runde. Wie wurden die Teams gepickt? Achso, entschuldige bitte, ich lese das jetzt erst. Nicht ganz fair, das Match. Die Teams wurden alle random gepickt. Das ist das, was wir heute am Free-for-All-Tournament hier machen. Das heißt, wir losen aus, wer mit wem zusammenspielt und dann wird gespielt. Aber dafür geht's halt heute auch um nix. Das heißt, gibt nichts zu gewinnen. Außer den Spaß an der Freude heute. 45 Sekunden, neuer Rekord. Wir hatten schon ein 45-Sekunden-Game heute. Ich glaube sogar ein 15-Sekunden-Game war. Vielleicht nicht jetzt in der Tournament-Runde hier, aber in der davor auf jeden Fall. Junge, das war geisteskrank. Also ich gebe beiden Teams natürlich nochmal Zeit, hier nochmal sich was zu überlegen. Ihr könnt reloggen, ihr könnt rerollen, wollte ich schon sagen. Junge, das war... Das war krass. Das war krass. Und da entstehen die Clips. Und tschüss. Ja, stimmt, das war vom ersten. Junge, Junge. Nee, aber wir machen... Entschuldigung, kurzer Voice Crack. Wir machen aber... hier auch normale Tournaments. Also was wir normalerweise hier machen, und das findet so ungefähr alle 2 Monate statt, ist ein großes, ja was heißt großes, aber ein Shuffle-Tournament. Bedeutet, wir haben 8 DPS, 4 Heiler am Start, die gegeneinander über mehrere Runden shuffeln. Und da geht es dann halt auch um Punkteserien, ne? Wer hat am meisten Punkte geholt? Und da geht es dann auch immer Gold zu gewinnen. Da kriegt der beste Heiler kriegt ein bisschen was, der beste DPS kriegt ein bisschen was. Und das nächste Tournament würde wahrscheinlich im März stattfinden. Und da müssen wir mal gucken, was wir machen. Ob wir denn ein vorgefertigtes Threes-Tournament machen mit festen Teams oder ob wir wieder ins Shuffle-Tournament gehen. Das überlege ich mir noch. Aber da würdet ihr alle Ankündigungen diesbezüglich findet ihr immer auf meinem Discord. Ne? Da einfach den Event-Channel abonnieren und dann kriegt ihr immer mit, wann irgendwie irgendwas stattfindet. Und diese Free-for-All-Cups... Die machen wir jetzt eigentlich, ja, gefühlt jetzt jeden Samstag. Ne? Letzten Samstag haben wir angefangen damit. Heute gehen wir wieder rein. Und wir spielen hier alles. Wir spielen hier auch 5 gegen 5. Also, all good.
So, ich hoffe, beide Teams sind ready. Ich habe hier von Deep End habe ich schon Rückmeldung bekommen. Bankers Rage, ich habe deine Nachricht gekriegt. Können wir gerne nach dem Tournament einmal machen. So, beide Teams sind ready. Wir gehen rein. Matchpoint Team Deep End. Lycera hat gerade meine Emotes gefunden. Sind ready für unsere Hinrichtung. Ach, all good, das wird schon. Selbe Konstellation wie eben. Neue Arena. Sydney, Deathbloom und Shreed Monk im Windwalker DH Verfahren gegen Deep End, Smitty DH und Vanya. Ich kenne Vanya jetzt persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie da die XP steht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Smitty DH ein sehr versierter Spieler ist. Und vielleicht ist hier auch eine kleine Unfairness drin in den beiden Team-Matchups. Aber so ist das halt am Free-for-All-Tournament. Hier wird random zusammengewürfelt, was nicht zusammengehört. Und was man draus macht, das ist dann immer den Gruppen überlassen. Alle haben auch die Möglichkeit, untereinander... Vanya ist Multiglatt. Ah ja, okay. Nice, okay. Dann ist es halt auch keine Schande, wenn das andere Team hier den Kürzeren zieht. Ich muss ja auch gestehen, so ich bin bei weitem kein Multiglatt, aber habe auch mehrere Chars auf über Duelist gespielt und jetzt auch die anderen letzten Season Legends geholt. Aber auf Rested Druid kriege ich halt auch Kellen des Übergrauens. Ne? Also ich habe bis jetzt auch keine gute Figur in diesem Tournament gemacht. Und ich habe das Gefühl, im Vergleich zu letztem Wochenende ist da das Niveau nochmal immens gestiegen. Immens. Swap hier auf Sydney. Oh, und Leg Sweep nochmal. Und es reicht nicht. Leider dead. Okay. Nichtsdestotrotz können wir uns ja wohl alle die Hand reichen, wenn wir sagen, GG, Team Sydney, die haben sich nicht schlecht geschlagen. Also gerade auch in den vorherigen Games, muss ich sagen, haben die eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Aber scheidet jetzt als zweites Team hier in diesem Tournament erstmal aus. Und wir gehen, wir tragen jetzt hier erstmal den Winner ein. Von der sechsten Runde. Und zwar, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Gruppe 4. Team 4. Bam. Nächste Runde. So, wir bleiben jetzt im Lower Bracket. Und ich möchte jetzt gerne, ich gebe jetzt nochmal Gruppe 4 nochmal 5 Minuten Pause, weil die gerade gespielt haben. Wir sehen in der nächsten Low Bracket Runde, sehen wir Gruppe 1, Berserk, Poke und Halunke gegen Winner der letzten Runde, Smitty, Vanya und Deep End. Berserker. War alles gut. Du musst dich hier dran gewöhnen. Ich gebe den Leuten... Du kannst froh sein, dass du hier nicht mit Fuckface angesprochen bist. Wirst, ne? Berserker. So, Halunke, Team ist schon ready. To the Wild, Wild West. Insane, du hast einfach schon wieder das Beste verpasst heute. Venice, vielen Dank fürs Folgen und herzlich willkommen. Ich feiere es als Fuckface-Teamleader. Ja, Mann. Halunke, bist du Lead bei euch? Mm-hmm.
Okay, beide Teams sind ready und da will ich auch gar nicht lange zögern. Wenn beide sagen, sie sind ready, dann können wir auch starten. Wir gehen rein in die dritte Runde. Lower Bracket. Team 1 gegen Team 4. Ja, was soll ich sagen? Let's go. Achso, jetzt sind die vollständig, okay. Möge das bessere Team gewinnen. Ach, wem mache ich was vor? Unterhaltet mich. Gab es ein Team ohne DH? Ich glaube nicht. Ich glaube, heute gibt es kein Team ohne DH. Ach du Scheiße. Das sagt ja auch schon, in was für einem Game wir uns befinden. So, let's go. Dritte Runde Lower Bracket. Here we go. Vanya gleich. Volle Kanne Burst. Spart sich aber noch den Tiger auf. Smitty DH hier. Unter 50% fast gedroppt. Berserker hier. Gefährlich low und ihr wisst, wie das bei mir ist, ne? Irgendwann kommt dieses gefährlich low, gefährlich oft. Und würde man daraus ein Trinkspiel machen, das könnt ihr euch gerne mal auf YouTube den Teil 1 vom Shuffle-Tournament reinziehen. Oder Teil 2, unter anderem auch mit Rank 1 Snoopy und Harald, die dort mitgespielt haben. Dort sage ich das sehr, sehr oft. Und ich glaube, würde man da ein Trinkspiel draus machen, dann wäre nach 10 Minuten Feierabend. So, Halunke. Unter 50% hier. Kriegt hier ordentlich Kane ab. Black Sweep hier auf Tinsu. Hat aber eine gute Position und kann da entspannt heilen. Vanya versucht hier zu connecten. Kriegt hier aber ein Stormbolt rein. Junge, was ist das denn hier für ein Cross-CC? In-Cap auf den DH, Stun auf Deep End. Junge, das sind ja richtig crazy Setups, die hier gespielt werden. Eieiei. Vanya hier. Low. Deepen versucht hier einen Safe Spot zu kriegen. Berserker fast down. Und das reicht hier eigentlich schon, Tinsu zu unterbrechen, um Berserker zu killen. Aber Tinsu hat hier sein Team ganz gut im Griff. 4 hier auf Deepen. Vanya dropped low. Zieht hier Burst, sitzt aber hier schon wieder. Cross CC. Stormbolt auf Vanya, Cage auf Smitty DH. Also Berserker. Aber was ist hier los? Und da geht der Kill auf Tinsu. Ach du Scheiße. Cocoon noch ab. Intervenen, weiß ich nicht. Ah, das sind Millisekunden. Millisekunden. Nichtsdestotrotz schlagen sich die Monks hier besser als ich mich vorhin auf Rested Druid. Und ich weiß schon, welchen Char ich morgen auf jeden Fall löschen werde. So, wir gehen gleich
ins nächste Game. Wir haben hier Matchpoint. Team Smitty, Gruppe 4. So, wenn beide Teams ready sind, würde ich gleich in die nächste Runde starten. Achso, ja, Insane. Also, Insane hat mich gerade angeschrieben. Wegen Details. Ja, Details, ich habe mich auch gewundert, aber den Schluss habe ich gerade echt selber nicht ziehen können. Details funktioniert im Shuffle nicht. Es funktioniert im Shuffle einfach nicht. Es zeigt nicht akkurat an, aber im Threes auf jeden Fall. Deswegen ist es ganz nice, dass ihr alles sehen könnt. So, Team Smitty ist ready. Wie sieht's bei Halunka aus? Auch ready. Das heißt, wir gehen in die zweite Runde. Dauert noch ein bisschen, oder? Ja, dauert noch ein bisschen. Wir gehen in die zweite Runde. Matchpoint Team Deep End. Just let me go. So, wir gehen rein. Teams unverändert. Weiterhin DH War und DH Windwalker. Nächste Runde. Junge, was ist das für ein geiles Mount? Ich will das auch haben. Halunka hat hier auf jeden Fall ein geiles Mount am Start. So, ist mir die DH hier mit dem Cage of Tinsu Berserker. Droppt hier low von dem Damage von Vanya. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, am Anfang hier den Monk auch rauszuholen. Hier sind beide DPS low und Tinsu hat natürlich jetzt Schwierigkeiten, beide gleichzeitig zu droppen. Wird auch nicht mit Revival gespielt, so wie ich das jetzt gerade sehe. Und Berserker geht hier low! Muss hier den Kukun getradet bekommen. Halunka auch mit dem Die by the Sword ready. Und wenn man das so betrachtet, was die anderen beiden DPS... Ich weiß nicht, wie es bei Berserker und Halunka aussieht oder bei Tinsu oder ähnliches. Aber man merkt hier schon, wie Smitty DH und Vanya hier harmonieren. Also die machen zusammen eine gute Figur. Das ist nicht schlecht. Also hier Smitty DH droppt. Tinsu kann sich hier so ein bisschen toppen, ist aber immer noch im Kick und in der Bedrulle, versucht hier wegzuporten. Smitty DH kommt sofort hinterher. Ne? Der landet auch der Incap, um nochmal zu stoppen. Und Tinsu hat echt Schwierigkeiten. Der braucht hier die Peels, sonst kann der sich nicht mehr toppen. Halunke auch low und da kommt kein Heal mehr durch. Ach du Scheiße, also wie Tinsu das jetzt geschafft hat, sich und Halunke nochmal zu toppen. Wow, nicht schlecht. Vanya lässt hier aber nichts anbrennen, geht gleich wieder auf den Heiler rauf, muss sich aber dann ein Incap einfangen. Und Deep End hat hier echt Mana-Probleme, sehe ich gerade. Also im Vergleich zu Tinsu ganz gut dabei. Allerdings ist von Tinsu das Team auch schon wieder low, ne? Also Halunke hier unter 20% Execute Range und stirbt hier auch. Ich weiß nicht, war das ein Touch of Death? Auf jeden Fall ging da nichts mehr zu toppen. Jetzt sehe ich aber auch gerade... Cocoon ist wieder ready. Ach du Scheiße. Und ja, das war dritte Runde Lower Bracket. Und Team Deep End, Smitty und Vanya können hier auf jeden Fall den Matchpoint securen und rücken wieder eine Runde weiter auf. Lasst mich kurz in die Übersicht gehen.
So, nächste Runde, meine Damen und Herren. Haben wir wieder... Wir sind schon im fucking Halbfinale, ne? Ich habe das doch gar nicht mit keiner Silbe erwähnt. Aber wir haben jetzt das Halbfinale, meine Damen und fucking Herren. Team 5. Tori, Jenko und Lycera gegen Evoki, Manchester und Skin. Halbfinale-Match. Wir gehen rein. Let's fucking go. Evoki. Evoki. Einfach Evoki. Oder Fuckface. Du kannst dir das aussuchen. Feeling. Und bitte beide Heiler mir Bescheid sagen, wenn ihr ready seid, damit wir starten können. Halbfinale, let's go! Love Life, herzlich willkommen! So. Können die Teilnehmer was gewinnen? Nein. Was wir am Samstag oder samstags immer machen, ist ein Free-for-All-Cup. Bedeutet, ihr könnt euch anmelden. Ich mache eine Gruppe auf. Wir gucken, was wir daraus basteln können. Sprich, 5v5, 2v2, 3v3, 10v10, 5v5, Elimination. Was das Herz begehrt. Und dann machen wir das einfach. Und wir sind jetzt, wir befinden uns hier gerade im zweiten Threes Tournament des heutigen Abends und sehen jetzt das Halbfinale ausgetragen von, stelle ich gleich vor. Müsste ich jetzt sonst gucken. So, beide Teams sind ready und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, wir gehen gleich rein ins Halbfinale. Ist immer noch Best of Three und dann haben wir gleich noch ein Lower Bracket, bevor wir ins Finale gehen. Let's go. So, lasst mich kurz vorstellen. Wir haben hier auf der rechten Seite Gruppe 5 und das ist kein geringerer als
Lycera auf dem Holy Paladin mit Cassie auf dem DH und Jenko hier auf dem Beastmaster Hunter. Auf der anderen Seite darf ich euch vorstellen, haben wir Skin auf seinem Mistweaver Monk mit Loki, ja, so heißt dein Char, deswegen nenne ich dich so, auf Boomy und Manchester auf DH. Wir befinden uns hier im Halbfinale und ich wünsche beiden Teams viel Erfolg. Oh. So, Manchester hier. Target der Begierde im Opener. Hier, Root Beam auf Lycera. Da hätte vielleicht der ein oder andere Freedom vom Hunter kommen müssen. Cassie. Low hier. Muss Blur und Netherwalk ziehen. Plus Sacrifice hier von Lycera. Skin befindet sich hier in der Trap. Loki auch gefährlich low an dieser Stelle. Einmal pro Game darf ich das ja wohl sagen. Cassie hier fast gestorben. Jesus Christ kriegt hier Lay on Hands rein. Klon hier auf Lycera. Und Cassie droppt weiterhin. Ne? Der Damage scheint nicht aufzuhören. Jenko hier hinten auch in der Bedrängnis. Wird hier von Manchester gut penetriert, will ich mal sagen. Wir haben hier singendes Licht. Wie heißt das Ding? Junge, das ist auch so eine... Ich wusste vorher gar nicht, dass es den Spell gibt. Da habe ich Rogue im Shuffle gespielt und ich krieg dieses singende Gedöns vom Paladin rein und ich zieh Dance. Ich denke so, hä, wieso kann ich hier nicht cheapshotten? Sind die alle Stundia? Junge, das hat gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Hier, Loki! Low muss jetzt hier... kriegt einen Cocoon getradet, hat aber auch sein Heart of the Wild an. Jenko sitzt hier im Klon. Root Beam wieder hier auf Lycera. Schöner Cross-CC, um Cassie hier den Chaos zu machen. Der sitzt gerade im Stunt, kriegt hier den Sacrifice rein. Von Lycera. Reicht das aus? Bubble hier von Lycera. Jetzt muss aber auch gecastet werden, sonst wird das nichts. Loki auf der anderen Seite droppt auch low. Mann, ich red mir hier schon wieder den Sängen des Starren, glaube ich. Ja, danke schön. Genau so heißt es auch. Junge, ekelhafter Talent. Und das hat eine Range. Das glaubst du gar nicht. Das glaubst du nicht. Loki kann hier wieder schön von Skin getoppt werden. Jenko hier kriegt schön aufs Maul, muss jetzt aber trotzdem im Cocoon sitzen bleiben. Das wurde so entschieden vom gegnerischen Team. Und Loki macht hier natürlich auf Boomy, wenn ich das mal so sagen darf, eine sehr gute Figur. Aber wir gucken uns jetzt mal an, was Jenko hier macht. Und das ist nicht die einzige Comp, die wir hier tatsächlich auf BMDH sehen. Da hatten wir vorhin auch schon eine. Und das war auch sehr nice anzusehen. Das hat Spaß gemacht. So, Loki hier, 50%, kriegt hier volle Penetration von DH und BM in die Schnauze. Muss wieder Cocoon getradet werden. Und da kommt der Swap auf Manchester und schafft Skin das hier, sein Team auf Vordermann zu halten. Lycera einigermaßen im Griff das Ganze, musste hier aber schon wieder den Sacrifice traden. Und da wird geswappt auf Jenko. Jenko kriegt einen Low-Clone. Jetzt ist die Frage, schafft Loki das jetzt hier nochmal CC auf dem Lycera anzubringen? Es kommt nochmal ein Clone hier auf Cassie, auch Low. Die Frage ist, mit welcher Intention? Wohin soll das Ganze führen? Jenko immer noch gefährlich. Low kann hier sterben, zieht Turtle und cancelt die auch gleich wieder, um hier den Kill auf Loki sicher zu machen. Und meine Fresse, DHB. BM. Geisteskrank, da sehe ich einen Gladipusch. Boah, sorry, deine Kommentare sind lahm und scheiße. Das ist kein Problem. Jeder wie er mag, wenn dir das nicht gefällt, dann musst du dir das ja nicht anhören. Aber du kannst dich auch verpissen. Tschüss. So. Meine Güte, Alter, wie kann man hier reinkommen und so einen Kack labern, Alter. Gestört. Aber wir kennen das ja alle und ich kann ihm das eigentlich nicht übel nehmen, weil, ja, World of Warcraft PvP ist gerade natürlich am tiefsten Punkt, was natürlich die Zufriedenheit angeht. Und da kann ich das verstehen, wenn man irgendwo seinen frustfreien Raum lassen muss, aber nicht bei mir. Sorry, Bro, das funktioniert leider nichts. So, Matchpoint hier für Team Jenko und, oh, nee, Ruhestein wollen wir nicht. Wir geben natürlich dem anderen Team nochmal Zeit, hier noch vielleicht nochmal irgendwas zu swappen,
Heiler, DPS, tauschen, wie auch immer. Sagt mir nur Bescheid, wenn ihr ready seid, weil wir spielen hier immer noch ein Best of Three. Und es war schon knapp, ne? Es war schon knapp. Für Magic Mike hat es nicht gereicht. Ja, es fühlt sich ja zumindest gut an, dass man auch eine Community hat, die das genauso sieht wie ich. Ist auch egal, wir wollen dem gar nicht so viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich finde es zumindest geil, dass wir hier alle zusammenkommen, ein nices Event miteinander feiern, auch wenn es zwischen dem einen oder anderen untereinander vielleicht die Differenzen gibt, aber man muss, wann mal insane, der hat deine Details verbuggt. Oh, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Oh, scheiße. Ich muss das clearen, sorry. Wie machst du das, dass du in der Arena rumfliegen und alles sehen kannst? Da gibt's, es gibt Befehle für World of Warcraft, da kannst du Wargames machen und du kannst diese Wargames auch spectaten. Am einfachsten ist es, du lädst dir das Add-on Wargame Helper runter. Damit hast du dieses UI, was du hier gerade siehst, dieses Q-Master 9000. Und wenn du dann /WGS in den Chat eingibst, dann kriegst du diese Maske und kannst als Spectator rein in die Arena. Irgendwie zeigt hier in Details nichts mehr an. Ja, ich habe jetzt alles nochmal zurückgesetzt. Tut mir leid, ich setze alles zurück. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich hoffe, beide sind ready. So, jetzt check ich, wer du bist. Okay, ja, ich schreibe hier Trainer die ganze Zeit an, ob er ready ist. Und er fragt mich die ganze Zeit, was ich von ihm will. So. Er ist auf jeden Fall ready. Ich glaube, Team Lycera ist auch ready. Ansonsten brecht ihr einfach die Queue ab und sagt mir Bescheid. Trichter, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Hi, Papi. So, 10 Sekunden, die Tore öffnen sich, wir gehen hier rein. Zweite Runde, Halbfinale, Matchpoint Team Lycera. Let's go. Junge, Junge. Ich muss auch sagen, dass gerade Boomy DH, die machen keine schlechte Figur. Also das ist schon echt big, ne? Und das hätte nicht mehr viel gefehlt, dann hätten die sich auch den Sieg da eingesteckt. Da kommt Diamond Trap hier auf die Eule im Opener. Und Manchester geht rein mit dem, mit der Hand. Augenstrahl auf Cassie. Und die nächste Hand auf die Eule. Junge, da wird gleich im Opener reingesmashed. Ring soll hier die ganzen ein bisschen auseinanderbringen. Wir haben Rootbeam hier auf Lycera into Leg Sweep. Und ist das... Jenko droppt hier richtig low. Muss totstellen, um hier ein bisschen Damage rauszunehmen. Wird hier aber weiterhin bearbeitet. Und... Oha. So fucking schnell wendet sich das Blatt. Also da hätte jetzt gerade... Vielleicht eine Misskommunikation, Sacrifice oder Turtle oder Millibob. Also irgendwas wurde hier auf jeden Fall nicht getradet. Das kann passieren. Aber es ist noch nichts verloren. Aber Team Skin, Loki und Manchester holen hier den Ausgleich. 1-1, Halbfinale. Junge, Junge, Junge. Es ist eine wilde Sache. Danach noch ein 3v3-Turnier. Wir gucken erstmal, was so geht, wer alles noch so am Start ist. Danach laden wir auf jeden Fall erstmal alle ein, die Bock haben, was zu zocken, und dann sehen wir weiter.
Matchpoint, letzte Runde, Halbfinale, wir gehen rein. Selbe Konstellation. So, selbe Konstellation hier auch in der letzten Runde vom Halbfinale. 1-1 steht's gerade. Und beide Teams haben auf jeden Fall schon bewiesen, dass sie scary as fuck sind. Und ich hoffe, Details funktioniert jetzt wieder richtig. Ich habe auch keine Ahnung. Anscheinend schon. Ich hoffe ja. Sieht gut aus. Ich muss es regelmäßig resetten auf jeden Fall. So, wir haben hier wieder Jenko, der immer noch im Stealth setzt. Wird jetzt hier von der Eule rausgeholt. Unlucky. Aber das ist halt auch ein bisschen... Na, hier kommt der Kick auf den Clone. Loki kriegt hier richtig Damage rein. Muss im Bär sitten. Und Skin versucht hier alles zu toppen und seinen Cocoon nicht zu wasten. Lycera hat gerade eine sehr, sehr gute Position, kriegt hier aber trotzdem den Root Beam rein. Reicht das aber aus, um hier Jenko oder Cassie beide zu töten? Jenko nutzt auf jeden Fall seinen Freudentaumel, um sich selbst ein bisschen zu toppen. Cassie tradet hier sein Blur rein. Beide auf jeden Fall low. Lycera sitzt immer noch im Clone, also da muss jetzt gleich was kommen. Lay on Hands. Hier, ich weiß gar nicht, wen das getroffen hat. Weil beide immer noch low sind. Da kommt auch noch der Sacrifice. Und jetzt sollte jetzt erstmal ein bisschen Luft wieder für Team Lycera sein. Während hingegen auf Team Skin Loki sehr gefährlich low droppt und schon wieder im Bearset muss. Klont hier, versucht Damage rauszunehmen, kriegt hier aber den Kick rein. Jetzt muss Cocoon getradet werden. Und was für ein Game. Wir haben anderthalb Minuten gespielt und wir haben über 50% Mana Burn von Skin hier. Clone of Lycera into Reclone in Cap. Jenko wieder low. Sitzt im Low Clone, nicht schlecht gelöst. Kann jetzt aber wieder getoppt werden. Da kam kein Follow-up CC wieder auf Lycera oder ein Kick oder ähnliches. Lycera ist hier jetzt im Target, läuft hinter die Wall, um ein bisschen safe zu sein. Muss aber natürlich aufpassen, dass das Team hier gut versorgt ist. Ne? Jenko versucht hier wieder ein bisschen Range zwischen sich zu kriegen. Und was wir auch schon von Jenko... Und der geht low! And Turtle noch gespart! Todstern hat gereicht, um hier den Kill zu verhindern. Und ich wollte es gerade sagen, wir haben von Jenko in diesem Tournament schon den ein oder anderen Kick gesehen, der hier Games entschieden hat. Also da kommt ein, gerade gegen Monk, der sowieso channeln muss, ein Range-Kick, bam, kill. Aber genauso muss man das natürlich auch auf der anderen Seite sagen. Das war sehr, sehr knapp gerade. Todstern haben wir wieder ready. Und dieses Talent nicht zu skillen, ist halt auch auf jeden Fall eine schwere Geschichte. Turborollator, vielen Dank fürs Folgen. Herzlich willkommen, lehn dich zurück, genieß die Show. Wir hauen uns hier für dich, fürs Publikum gegenseitig in die Fresse und ich hoffe, du bist hier gut unterhalten. Unter 50% hier. Skin muss Cocoon hier traden auf Loki, ist auch low am Mana, aber Lycera hat hier auch Schwierigkeiten, Jenko zu toppen, kriegt ihn aber stabilisiert mit der Melee Bob, hat auch noch ein Sacrifice ready. Loki auf der Flucht. Nicht getötet zu werden. Cassie hinterher, ist aber auch low. Muss aufpassen, dass Lycera da nicht zu sehr geleint wird. Jetzt wird Sacrifice getradet. Loki immer noch low, ne? Und jetzt ist schon wieder so eine Situation, ne? Hier kommt Stunt Trap hier von Jenko. Big Damage hier auf Loki. Und wenn Skinhead nicht aufpasst, kommt hier der Range Kick und der Dings ist entschieden. Aber, nee, schafft es noch hier Loki zu toppen. Ich weiß nicht, ob der Kick... Ah, war auch nicht ready, war schon vorher getradet. Root Beam hier auf Lycera.
Und wir haben hier Zorn des Wildtiers wieder auf Jankovic. Ich würde gerne die anderen Cooldowns auch sehen. Ich weiß nicht, wie ich das einstellen kann, dass er mir das anzeigt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber gerade hier so Call of the Wild oder wie das vom Beastmaster hat, das ist ja eigentlich das Talent, was hier den Big Damage rausrotzen lässt, ne? Klon hier auf Cassie. Janko. Also entweder stirbt der Hunter oder es stirbt die Eule, ne? Beide Heiler out of Mana. Wir haben aber noch einen Sacrifice hier auf Lycera, der aber gerade im Klon sitzt. Wir haben auch noch einen Turtle, welcher noch getradet werden könnte, aber Janko geht hier down. Ah, Sacrifice war raus, hat aber nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Ach du Scheiße. Und Team Skin setzt sich hier. Ist das Live-Match? Ja, das ist live. Wir spielen gerade ein Tournament. Junge, Junge. Team Skin holt hier auf jeden Fall den Matchpoint und gewinnt das Halbfinale und zieht somit ins Finale ein. Trotzdem, nicht schlecht gespielt von Lycera. Das Team hat natürlich in der ersten Runde, war das erste Runde? Wo sind meine Fans? ja. Ey, das ist eine schwierige Nummer. Auf jeden Fall, beide Teams sehr stark gespielt. Aber es kann halt nur ein Team gewinnen. So ist es leider. Gruppe 6 zieht ein ins Finale. Das bedeutet aber nicht, dass Gruppe 5 raus ist. Weil, haltet euch fest, Gruppe 5 ist jetzt im Lower Bracket und spielt nochmal gegen Team 4. Team 4 ist Smitty, Vanya und Deep End. Und die sind am Anfang, haben die schon die erste Runde verloren. Und wie wir hier sehen, kämpft sich Team 4 seinen Weg durch das Lower Bracket. Also ich bin gespannt, wie die beiden Teams jetzt gegeneinander anschneiden. Ich bitte auf jeden Fall Gruppe 4, Smitty, Vanya und Deep End. Macht euch ready, ihr tretet gleich an in 5 Minuten gegen Tori, Janko und Lycera. Und da geht's, es ist ja immer noch Halbfinale. Wer von euch beiden Teams schafft es ins Finale? Ich gebe euch noch ein bisschen Musik auf die Ohren und gehe kurz pissen.
So. Oh, wo bin ich hier? Sehr gut. Ich hoffe, beide Teams sind ready. Ich bin es auf jeden Fall. Und ich nehme hier schon mal die Healer ins Target. Was haben wir? Jetzt muss ich selber nochmal gucken hier. Wir haben Gruppe 5 gegen Gruppe 4. Das heißt, Lycera ist ja noch im Target. Und Gruppe 4 Deep End muss ich hier ins Target nehmen. Letztes Lower Bracket Game. Sind die Teams im Discord oder spielen sie ohne Voice? Sind alle extra Voice, Discord, genau. Also ihr habt immer die Möglichkeit, entweder mein Discord oder ein eigenes Discord zu nutzen. Das ist vollkommen erlaubt, genauso wie das Wechseln der Klassen während und zwischen der Games. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, wir hoffen das Beste. Wir gehen jetzt rein in das zweite Halbfinale. Im Lower Bracket und den Einzug ins Finale. Ich hoffe, beide Teams sind ready. Wenn nicht, dann lehnt einfach ab und sagt mir nochmal Bescheid. Aber ich queue jetzt einfach. Ich finde das auch schade, dass wir bis jetzt noch keinen Share-Grad hatten. Sag mal, vielen Dank. Es war wie immer mega, alle sehr nett. Ich lurk noch und bin erstmal raus. Vielen Dank, Deathbloom, für die netten Worte und vielen Dank fürs Teilnehmen. Ne? Ich wünsche dir noch weiterhin noch einen schönen Abend. So, und es geht los. Lower Bracket, Halbfinale. Lycera, Incap. Und hier wird auf jeden Fall der DH erstmal aufs Korn genommen. Jenko immer noch. Mittlerweile ist Invis gebrochen. Das heißt, er ist jetzt sichtbar. Und da kommt auch der Swap. Ne? Smitty, DH und Vanya sind schon am Start. Da fliegt ein Ring. Ich weiß gar nicht, wem der Ring gehört. Ich denke mal, der war zum Peelen gut hier von... also muss ja von Deep End oder Vanya gewesen sein. Junge, Junge, Alter. Ich bin auch schon wieder hirngeschädigt heute. Macht aber nichts. Cage hier auf Cassie. Lycera hier. Da kommt der Swap auf den Heiler. Mit dem Silence, Junge, ey, ist das ekelhaft. Ich will gar nicht in der Haut vom Heiler stecken. Widerlich, muss hier Melee-Bubble traden. Normale Bubble ist auch schon raus. Also das sieht nicht gut für Lycera aus hier. Jankovic weiterhin am Damage blasten. Es muss hier den Leg Sweep leider sitten. Cassie dropped low. Incap wieder auf Lycera. Darkness und Jenko hier am Ballern. Die Frage ist, kriegt Jenko hier einen nicen CC auf Deep End. Da kommt auf jeden Fall schon mal der Countershot. Nicht schlecht. Kommt nochmal vielleicht eine Trap hinterher. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sehen, ob hier irgendwas ready ist oder nicht. Auf jeden Fall ist der Stun ready. Smitty muss hier den Cocoon kriegen von Deep End. Vanya muss sein Karma auf jeden Fall traden. Weil das ist auch Damage, ne? Also gerade BM und DH. Aber man will ja gar nicht Windwalker und DH schlecht reden. Das knallt halt genauso, ne? Lycera hier, Melee Bubble, die letzte, auf sich selbst getradet. Und das ist wirklich widerlich, ne? Also noch ein Go wird Lycera wahrscheinlich nicht überleben. Kann sich hier nochmal toppen. Hier kommt nochmal der Double Leg Sweep von Vanya. Der macht hier hinterm Pillar nochmal ein bisschen Schaden. Reicht aber nicht aus. Kriegt hier den Hodge von Lycera rein. Und Cassie ist auf jeden Fall am Start und kloppt hier. Vanya wirklich alles aus dem Gesicht. Wir haben kein Trinket hier mehr auf Deep End. Scheint, als wäre da ein CC gelaufen. Und es reicht jetzt hier schon wieder ein Countershot, ne? Um auf jeden Fall wieder ein bisschen Trouble zu bringen. Hier kommt auf jeden Fall der Silence-Ding. Und jetzt... Ja, Mann, komm, hier, kick doch den Deep End, Mensch! Vanya hier Wall getradet. Also, oh shit, und Lycera ist down. Junge, das habe ich gar nicht mitbekommen. Lycera leider down. Und
erst. Also, das ist wirklich asozial, ne? Also, ich finde, auf dem Paladin ist das schon anstrengend zuzusehen. Aber es fühlt sich halt auf dem Rest of Druid noch beschissener an, wenn du geswappt wirst, ne? Junge, Junge. Sind alle Teilnehmer deutsch oder auch andere Europäer? Also, ich glaube, da sind ein, zwei Englischsprachige dabei. But I'm not sure. Ich weiß es nicht. Aber hauptsächlich deutschsprachig wahrscheinlich. Ah, schade. Da geht... Erster Matchpoint geht hier an Gruppe 4, an Smitty, Vanya und Deep End. War close, kann man auf jeden Fall sagen. Shit. So, ich resette hier nochmal Details, bevor wir gleich wieder in die Bedrohlie hier kommen. So, ich starte wieder und wir machen das jetzt so, wenn irgendwie, wenn ihr nicht ready seid oder sonst irgendwas, dann drückt bitte auf Ablehnen und sagt mir dann nochmal Bescheid in einem kurzen Statement. Let's go, zweite Runde, Halbfinale Lower Bracket. Amnestium Evil. Der Hunter nimmt denen alles ab auf dem letzten Meter. Ich habe viele Fragen, hoffe, das nervt nicht. Ich gucke das erste Mal zu. Gar kein Problem. Hier gibt es keine dummen Fragen. Hier wird alles beantwortet und hier gehen wir alle miteinander mit Respekt um. Ich sitze am Ende des Tages am längeren Hebel und kann das entscheiden. Auf welcher Plattform schaust du das Tournament? Ich organisiere das Tournament tatsächlich auf Twitch und ich spectate das nur. Das heißt, ich steuere hier auch die Kamera. Und ja, wir sehen hier schon den ersten Go auf Lycera. Der muss gleich Freedom sich selbst geben und auf dem Pferdchen davonreiten, um hier nicht schon wieder so early große Cooldowns auf sich wasten zu müssen. Cage hier auf Lycera. Cassie. Low! Netherwalk auf die letzte Sekunde. Das war 0,1% live. Geisteskrank, Junge. Das sind nochmal in der letzten Sekunde Reflexe gehabt. Scheiße, Alter. Yanko, drop to low. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier Matchpoint Deep End. Team Deep End. Das heißt, Team Lycera muss jetzt hier den Win holen. Ansonsten scheiden die aus und Team Deep End ist im Finale. Vanya hier. Damage. Und da wird wieder auf Lycera gegangen. Also das ist so ekelhaft von Vanya und Smitty DH. Die gehen in regelmäßigen Abständen, gehen die auf den Heiler und hier Cassie und Jankovic machen das Gleiche und gehen hier auf Deep End und der ist fast gestorben. Ach du Scheiße, Junge, hier kann so viel passieren. Cassie, low. Ach du Scheiße. Also es fühlt sich so an, als würden Cassie und Jenko hier auf jeden Fall jede Möglichkeit nutzen, um das Game hier nochmal für sich zu entscheiden, ne? Ach Scheiße, da geht Lycera down. Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ging ja richtig flott. Schade, es war so close, ne? Also ich hätte mir auch vorstellen können. Oh, Junge, Junge, aber nichtsdestotrotz muss man die Leistung anerkennen. Team Deep End, Smitty DH, Vanya gewinnen das Halbfinale im Lower Bracket. Auch sehr schöne Arena. Ach du Scheiße. Und ziehen jetzt natürlich ein. Ich mache hier einmal kurz die Bracket-Übersicht auf. Und Gruppe 4 entscheidet hier das Halbfinale im Lower Bracket für sich und zieht ein ins Finale. Das heißt, wir sehen gleich
Und ich bitte natürlich, während ich die Gruppen gerade aufzähle, wir gönnen natürlich Gruppe 4 nochmal 5 Minuten Pause. Die haben ja gerade 2 Runden spielen müssen. Wir sehen gleich im Grand Final des zweiten Turniers des heutigen Gruppe 4. Smitty, Vanya, Deep End mit der Mistweaver, ich weiß nicht, mit welcher kommt die spielen, aber ich glaube, die werden das beibehalten. Mistweaver, Windwalker, DH gegen Gruppe 6. Loki, Manchester und Skin. Und da ist Skin auf Mistweaver unterwegs. Manchester auf DH und Loki auf Eule. Auch sehr, sehr stark. Also ich kann, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und was man hier natürlich sagen muss, wenn wir uns hier mal Team 4 angucken, die haben das erste, die erste Runde verloren, sind ins Lower Bracket gegangen und haben sich den ganzen Weg wieder ins Finale erarbeitet. Wenn das nicht eine Leistung ist, dann weiß ich auch nicht. Das muss man auf jeden Fall jetzt schon mal anerkennen, egal wie das Finale ausgeht. Junge, Junge, da spielt ja natürlich Motivation und sowas spielt auch eine große Rolle bei, so, bei solchen Sachen. Trainer, wie man ihn kennt, ganz vorne dabei, ja, ja. Aber ich sehe hier heute von allen sehr, sehr starke Leistungen. Also das ist nochmal döller auf jeden Fall als letztes Wochenende. So, Team Smitty braucht auf jeden Fall 5 Minuten. Das ist vollkommen in Ordnung. Jo. Yo. Also ihr könnt rauchen gehen, keine Ahnung. Ich unterhalte mich so lange mit, ein bisschen mit dem Chat. Wenn es Fragen gibt, stellt sie jetzt. Jetzt habe ich Zeit zu antworten. Ansonsten genießt einfach die Musik. Das stimmt. Lycera, das muss man auch noch sagen hier, Lycera spielt halt in diesem Tournament Holy Paladin. Hat übrigens im ersten Tournament, was wir heute gemacht haben, mit dem Team Fuckface gewonnen, tatsächlich. Und das, ich glaube, Fistweaver hast du gespielt, ne? War geisteskrank. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, beide Teams sind hier verdient im Finale. Und ich bin echt gespannt, wie das ausgeht. Übrigens, wir sind ja jetzt im Finale. Das heißt, es gibt eine kleine Regeländerung. Das heißt, wir spielen hier nicht mehr Best of 3, sondern wir spielen jetzt ein Best of 5. Ne? Höhere Anspannung, bessere Chancen. Ich weiß, wenn man nervös ist, gerade wenn man im Finale sitzt, da kann viel schief gehen. Deswegen, wir spielen hier ein Best 5. Freut mich, dass es sich gut entwickelt hat mit dir, bei dir, mit dem, deinem Stream. Ja, mal so, mal so. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall, was das angeht, das Richtige für mich gefunden. Also auch wenn ich hier gerade nicht mitspiele, weil sonst hätte ich wahrscheinlich Heal-Druide spielen müssen und das hat mir heute gar nicht gefallen. Habe ich, glaube ich, irgendwas gefunden, was mir liegt und was mir Spaß macht, ne? Also ich weiß, mein Gelaber geht mir halt irgendwann auch selber auf den Sack, ne? Aber man kann ja den Stream dann einfach leise drehen. Oder ich halt einfach mal ein bisschen meine Schnauze und lass die Musik für mich sprechen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, selbst das einfach nur zu kommentieren. Und vielleicht darf ich auch irgendwann mal als DPS mitspielen. Das ist auf jeden Fall nice. Ich feiere das, ich bin jetzt das zweite Mal dabei und es macht mir mega Spaß, immer auch gelobt zu werden für die Performance. Also much love für dich, vielen lieben Dank. Das höre ich natürlich auch gerne.
Und das ist ja auch eigentlich das, was ich mit diesem Stream erreichen möchte, beziehungsweise mit diesen Events, die wir hier jetzt veranstalten. Junge, das Spiel ist schon beschissen genug, ne? Und wir alle kennen Shuffle. Da gibt es nicht viel Liebe, ne? Ich bin weder dabei und werde auch nicht gelobt. Der weiß ja, woran das liegt. Aber wir kennen alle die Solo-Shuffle-Meta momentan und da gibt es sehr, sehr wenig Liebe zu ernten, sondern eher Hohn und Spott und Geflame. Ich selbst musste mir auch vor kurzem schon einen Wochen-Chat-Bann abholen. Da konnte ich nicht an mir halten. Aber ich meine, das macht ja jetzt hier Spaß. Und auch wenn man energisch dabei ist und vielleicht auch gefrustet ist. und wenn man vielleicht auch zwischendurch gefrustet ist, connecten wir alle miteinander. Und vielleicht entwickeln sich da vielleicht irgendwas raus. Also die Battle.net-Liste wächst ja von Wochenende zu Wochenende. Nicht nur bei mir, sondern halt auch bei den anderen. Und wenn wir das hier einfach nutzen, hier wird nicht gefrustet. So ist richtig. Wenn wir das einfach nutzen, um die Community, die sowieso schon Richtung League of Legends Community geht, einfach ein bisschen wieder aufpäppeln und alle wieder miteinander zusammen spielen können und Spaß an dem Spiel haben, dann ist das nur gut für uns. Computer sagt nein. Machst du das nächste Woche wieder? Also geplant ist auf jeden Fall, jedes Wochenende, entweder Freitag oder Samstag, so ein Free-for-All zu machen. Das heißt, ich lade einfach alle ein, die Bock haben. Und wir hauen uns in jedem Modus, den wir wollen, gegenseitig auf die Schnauze. Und einmal im Monat, alle zwei Monate, würde ich ein großes Tournament veranstalten, wo es dann auch ein bisschen Gold zu gewinnen gibt. Also das, was in meinem Rahmen liegt, wenn ich nicht schon wieder alles für VZs ausgeben muss, weil das ist echt teuer. Dann würde ich das dann auch organisieren. Und je nachdem, worauf die Leute Bock haben, würde ich mich dann entscheiden. Entweder machen wir ein Shuffle-Tournament. Oder wir machen ein 3v3-Tournament mit aber Pre-Made-Groups. Kann man auch mal mit einem eigenen Team antreten? Ja, also das ist ja gerade das, was ich gesagt habe. Also entweder machen wir halt Shuffle-Tournament, dass es halt fair für alle bleibt, in Anführungsstrichen. Das heißt, das wird dann nach Punktesystem gehen. Oder wir machen Threes-Tournament, wo wir tatsächlich... Ich würde etwas Gold spenden für die Turniere. Ja, das kannst du gerne machen. Können wir gerne machen. Also kannst du mich dann irgendwann einfach einladen und dann gibst du mir Gold und ich vermerke das. Und das würden wir dann als Pot 100% in das nächste Tournament schmeißen. Müssen wir mal schauen. Also ich werde mich hier dieses Wochenende mal zusammensetzen mit den Jungs, die sonst bei mir immer auf dem Discord hängen. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes Tournament machen. Ich glaube, im Februar wird es schwierig. Der geht auch nicht mehr so lange. Aber nächsten Monat, im März, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da... Das ist dann auch wieder für Mock verplant. Ja, ich habe tatsächlich mir einmal für 100.000 Gold dieses bescheuerte Schiff... die Stangenwaffe für Druiden geholt und musste dann nochmal einen Tag vor dem Tournament nochmal Gold farmen, damit ich das damit ich den Pot zusammen habe. Wie wäre es mit einer Startgebühr in Gold und der Winner takes it all? Auch schon drüber nachgedacht, tatsächlich. Wir müssen mal gucken, wie das ankommt. Ne? Ich möchte mich gerne so Step by Step rantasten. Ne, ich will jetzt hier nicht den Leuten irgendwie vor den Kopf stoßen und sagen, pass auf, wir machen nächstes Wochenende ein Tournament, 50.000 Gold pro Person Startgebühr, ist natürlich für den Winner richtig big, aber ich kann halt auch verstehen, dass Leute, die ihre Chancen selbst nicht so hoch ansehen, denn das als Hürde sehen, um beim Tournament teilzunehmen, und ich würde schon gerne das einfach, dass die Leute einfach mitmachen, weil sie Bock drauf haben. Das mit der Startgebühr hält die Leute ab, die kein Gold haben, zum Beispiel, ja. So, ich habe hier Nachricht von Deep End gekriegt. Die sind ready. Ah, okay. So, dann würde ich sagen, WGS. Deep End... Und Skin.
Ich frag hier nochmal. Ready. Mach weiter so. Gut labern kannst du. Ja, manchmal vielleicht auch zu viel, aber vielen, vielen lieben Dank. Das Kompliment take ich gerne. Und mich freut das, dass du hier regelmäßig immer wieder reinschaust. Das freut mich. Deinen Namen hier zu lesen im Chat, das gibt mir ein gutes Gefühl. Yo, beide Teams sind ready. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Hier, lieb sein im Chat. Wir gehen rein in das Grand Final vom zweiten Tournament am heutigen Abend. 10 nach 12. Wir haben ja schon Sonntag, scheiße. Egal, wir gehen rein. Let's go. Best of 5 übrigens. Best of 5. Let's go, Alter. Smitty DH, gleich die erste Kelle gekriegt hier. Loki sittet schon im Opener im Bären. Hier, Cage auf Skin. Loki droppt hier richtig low. Also Smitty und Vanya lassen hier nichts anbrennen. Da wird die Eule getrained und die ist bis jetzt noch zu gar nichts gekommen. Hier sehen wir ja schon erstmal den Stomp vom Tauren. Um ein bisschen Damage rauszunehmen. Root Beam hier auf Deep End. Und Vanya muss hier Karma traden, um auf der sicheren Seite zu sein. Manchester! Hier mit dem Netherwalk. Junge, was ist hier los? Love Life, vielen lieben Dank für deinen Follow. Wette anmachen. Scheiße, Junge. Ich habe doch alles vergessen, Mann. Ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Wir haben aber ein Best of 5. Ich mache jetzt hier nochmal eine Kanalwette an. Danke. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Junge, ich brauche Mods. Ich brauche Mods. Ihr müsst das halt einfach alle selber machen. Ich brauche doch die Mods, Junge. Entschuldigung. Ja! 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 Ihr blöden Säcker! Jo. Oh man, Love Life, vielen lieben Dank für dein Tier 1 Sub, erster Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Junge, scheiße, ich muss hier noch eine Kanalwette starten, Junge. Ich kann das doch alles gar nicht, ey. Creator Dashboard. Ist ja noch, zum Glück hat noch kein Team irgendwas gekillt hier. Stream Manager. So, Kanalwette geht gleich auf. Abstimmung verwalten. Vorhersage. Vorhersage starten. Wer gewinnt? Team Deep End. Team Skin. Hier, 2 Minuten Zeit. Abstimmen. Hier geht los. Wer gewinnt? Oh, scheiße. Team Deep. Team Skin. Scheiße. Vorhersage starten! Geht nicht nur für diese Runde, sondern allgemein fürs Grand Final. Junge, Junge, Junge. Kanalpunkte lohnt sich übrigens einzulösen hier auf meinem Kanal. So. Loki. Also, habe ich was verpasst? Ich weiß noch nicht. Beide haben noch Cocoon. Darkness wird hier getradet von Manchester. Sehr gut gemacht an dieser Stelle. Gut reagiert. Cocoon hier auf Vanya.
Der Loki kriegt hier in die Fresse. Versucht hier einen Klon rauszukriegen. Kriegt einen Leg Sweep noch mal rein, kurz vor Ende. Muss hier auch den Cocoon taken von Skin. Und Skin versucht hier sein Team bestmöglich zu heilen. Vanya hier im Klon. Deep End gleich oben. Also es ist hier wirklich alles offen. Ne? Hier kann alles passieren. Manchester hier die ganze Zeit Deep End am penetrieren. Skin jetzt hier! Low, und ist es das? Kann hier nochmal gaten. Und toppt sich hier nochmal selber. Kostet aber auch wieder nicht jede Menge Mana. Incap hier auf Loki. Smitty im Root. Chaos Nova hier auf Skin. Jetzt wird Skin aber auch getrained. Die Frage ist, wie gut kann Loki jetzt hier peelen? Wie gut kann Skin hier kiten? Wir haben hier keinen Cocoon. Wir haben hier guten Schaden, der hier über die Bühne fliegt. Incap hier auf Skin. Root Beam auf Deep End. Beziehungsweise nur Beam. Ich weiß nicht, wo der Root gewesen ist. 20 Sekunden wieder Trinket bei Deep End ready. Hat noch einen Cocoon. Ist aber ja, so gleich oben. Kann hier ein bisschen Mana wieder gut machen. Und die Eule kriegt hier auf die Fresse ohne Ende, ne? Cocoon hier von Skin getradet. Smitty im Low-Clone? Vielleicht? Deep End oben jetzt. Deep End ist out of Mana, hat nur noch einen Cocoon ready. Also ich weiß nicht. Das sieht ganz gut aus für Eule DH. Deep End tradet hier den Cocoon auf sich. Smitty DH low. Vanya auch ebenfalls low. Skin hier Deep End muss hier alles Mögliche tun, um sein Team hier nochmal zu heilen. Aber wir haben hier zum Beispiel auf Smitty hat immer noch sein Netherwalk ready. In 9 Sekunden auch wieder Blur. Könnte jetzt vielleicht dafür sorgen, dass Deep End ein bisschen Mana wieder gut macht. Vanya hier, Wall gezogen, hat aber den Burst wieder ab. Loki geht hier gefährlich low, kommt der Root Beam auf Deep End und reicht das hier, um Vanya zu killen. Vanya kitet hier wie ein Berserker in Manchester durch die Arena, wird jetzt hinter Pillar gestunt, portet nochmal zurück, kann hier immer noch von Deep End getopft werden. Meine Fresse, Junge, was ist denn hier los, Alter? Und ich weiß gar nicht, was passiert. Wie kann Team Deep End das hier überleben? In 3 Sekunden haben wir Karma wieder ready. Schafft Vanya das? Nein. Schafft er nicht, aber Skin genauso oben wie Deep End am jetzigen Moment. Und jetzt kann natürlich Smitty DH nochmal versuchen, hier Loki zu killen. Gerade halt auch mit den beiden, mit Blur und Netherwalk aufrecht. Deep End wird es aber nicht hier schaffen. Oder hat nochmal Wall gezogen, wird hier von Manchester wirklich hops genommen. Und da geht Deep End auch down. Und ich würde sagen, diese Runde entscheidet Team Skin für sich. Ach du heiliger Bimbam. Was ist hier los? Erste Runde vom Grand Final. Ah. So. Guck doch mal, wie hübsch der Fußboden ist. Ne? Dürfte man auch eine Klasse doppelt spielen in einem Team? Ja. Können wir machen. Wir hatten auch schon Double DH. Aber ich glaube, Double DH hat hier ordentlich auf die Fresse gekriegt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist natürlich immer dem Team überlassen. Die Teams haben halt auch die Möglichkeit, jetzt oder zwischen den Games nochmal Klassen zu swappen. Das ist alles machbar. Ich finde, jedes Team sollte sich nach der Auslosung einen Namen geben. Das hat dann mehr Panache. Ich nenne das Wort jetzt Panache. Und ich stimme dir zu. Das könnten wir tatsächlich mal machen. Dann wäre es auch einfacher, für mich auseinanderzuhalten. Ja, wäre nice mit Namen. Auf jeden Fall. Team Fuckface. So, ich starte in die zweite Runde. Solltet ihr jetzt irgendwie noch Zeit brauchen, dann lehnt bitte die Einladung ab. Und sagt mir nochmal Bescheid. Aber sonst starten wir jetzt zweite Runde. Grand Final. Scheiße, ich habe Details nicht resettet. Ich hoffe, ihr seht mir das nach.
Nee, only DPS haben wir noch nicht gehabt. Immer ein Heiler mit dabei. Also ich achte da auch drauf, wenn wir die Teams bauen, dass wir genug Heiler haben. Gerade auch, weil wir das ja random auslosen. Wäre auch unfair, wenn wir ein Team bestehend nur aus DPS hätten, die sich aber nicht freiwillig dafür entschieden haben. Wie bei der AWC, da gab es ja ein Triple DPS. Schon mal ein Tank dabei gewesen? Nee. Und ich glaube, Tank würde ich auch ein Veto ziehen. Also das ist ja nur annoying. Also das macht eigentlich nicht so viel Sinn. So, es geht los. Zweite Runde, Best of 5 Grand Final. Selbe Team-Aufstellung, also nichts geändert. Smitty DH muss hier erstmal den Bash fressen. Und ich glaube, Loki hat hier bessere Karten auf jeden Fall in dem Team. Und wir sehen hier auch gerade, Loki kann hier ein bisschen, hat hier ein bisschen mehr Freiraum. Also nicht nur, was Movability angeht, sondern halt auch, die lassen ihn hier jetzt schon echt casten, ne? Und Vanya frisst hier gerade jeden CC. Da kommt nochmal der Beam auf Deep End. Vanya hier low, hat aber die Wall up. Smitty auch. Beide low. Und beide, also Smitty und Vanya ringen hier quasi um ihr Leben. Und ich weiß nicht, kriegt Deep End das hin? Ich weiß nicht, hier kommen irgendwie die Heals von Deep End scheinen nicht anzukommen. Gerade Smitty kriegt hier richtig doll auf die Fresse. Und das sieht eigentlich aus, als wäre es ein Late Dampening Game. Okay, jetzt ist alles gut. Deep End hat es hingekriegt, konnte sein Team toppen. Spielt hier auch mit Revival. Was vielleicht nicht die verkehrteste Option ist, gerade gegen Eule. Oder The Hunt Damage ist, glaube ich, auch Magic und kann dadurch entfernt werden. I don't know. Smitty DH. Es ist aber noch nichts entschieden. Also es ist noch kein Matchpoint. Das heißt, beide Teams haben gleiche Chancen zu gewinnen. Und Smitty DH geht hier low. Deep End sitzt hier im Rootbeam. Vanya stirbt auch. Und da war vielleicht der ein oder andere Cooldown nicht nice getradet. Und Team Skin mit Loki und Manchester können hier den ersten Win nochmal verfestigen und führen jetzt 2-0. Holy fuck. Corre! So. Ich mache wieder eine Anfrage. Dritte Runde, sollte einer irgendwie swappen wollen oder Zeit brauchen, bitte Bescheid sagen. Matchpoint Team Skin. So, geht los. Matchpoint Team Skin hier. Eieieiei. Wurde da Cocoon im in dem Dings getradet? Ich sehe hier gerade, da laufen noch die Zahlen bei Deep End ab. Aber der hat seinen Cocoon jetzt wieder ready. So, all good. Vielleicht ein Fettfinger im Opener-Raum oder noch von aus dem letzten Game. Ich weiß es nicht. Karma hier auf jeden Fall von Vanya. Loki hier, ordentlich in die Fresse. Wir sehen hier Deep End im Rootbeam sitzen.
Und das könnte natürlich auch übel aussehen für Smitty. Da wird Darkness plus Cocoon getradet. Und jetzt kommt der Swap auf Vanya. Muss hier Wall ziehen. Ach du Scheiße, ne? Junge, das ist Matchpoint. Wenn Team Skin jetzt hier den Win holt, dann ist das Final gewonnen. Also Team Deep End muss hier auf jeden Fall ein Win holen. Hier, Leg Sweep auf Loki. Da wird Cocoon getradet von Skin. Swap auf Manchester. Der droppt ebenfalls low. Und ich glaube, Smitty und Vanya, die haben hier Blut geleckt. Die wollen dieses Tournament nicht mit einem 3-0 beenden. Und hier fliegt der Damage. Netherwalk. Hier fliegen echt die Defensive Cooldowns wie am Fließband. Vanya hier unter 20% fast gedroppt. Kann Deep End hier Vanya nochmal toppen? Junge, da muss aber auch Heilung gepumpt werden, ne? Es nützt alles nichts. Spinning Crane Kick hier. Loki, wir sehen Loki von hinten ankommen. Den Clone auf Deep End casten. Deep End hat das Ganze gerochen. Gated hier. Slidet über die ganze Offensive Line durch, um hier dem Clone zu entgehen. Aber Loki lässt sich nicht lumpen und kriegt hier den Clone auf Deep End durch. Mann. Aber nichts war gefährlich. Wir haben hier immer noch Blur und Netherwalk von Smitty DH offen. Da und Cocoon. Also die sind eigentlich fein. Vanya hat halt auch Karma wieder ready. Zieht das Ganze jetzt. Loki wird hier wieder bearbeitet. Wir haben hier Cage of Skin. Damage fliegt rein. Meta von Smitty DH. Und Loki und Manchester kriegen beide ordentlich jetzt hier aufs Maul. Also ich glaube, Vanya und Smitty sind motivated. Die wollen sich hier nicht so einfach abspeisen lassen. Und Loki geht zum zweiten Mal gefährlich low. Muss wieder mit Cocoon getradet werden. Und jetzt muss auch der Swap kommen. Ne? Da muss gleich reagiert werden, sodass da wirklich nichts anbrennen gelassen wird. Rootbeam hier auf Deep End. Vanya low. Das kann schon Kill-Entscheidung sein. Deep End versucht hier Vanya wieder zu connecten. Kriegt hier nochmal ein Silence rein. Das war auf jeden Fall Revival, was getradet werden muss. Smitty kriegt jetzt hier den Cocoon. Deep End jetzt erstmal alle Cooldowns raus. Loki unter 50%. Da fliegen die Vollmonde vom Himmel. Ich habe gerade überlegt, wie Mond im Plural heißt. Aber mir ist wieder eingefallen. So ganz auf den Kopf gefallen bin ich ja nun doch nicht. Aber wir sehen hier Skin. Mana technisch. Ja, doch gleich auf Deep End. Loki hier. Low. Und also Team Deep End muss hier den Win securen. Also wenn die hier nicht den Win holen, dann heißt es raus. 3-0 Klatsche von Team Skin. Und das würde ich halt auch nicht auf mir sitzen lassen. Ja, meine Alerts oder Ausrufezeichen gehen momentan nicht. Vanya hier. Karma. Leg Sweep auf Loki. Und Loki kriegt schon wieder den Cocoon rein, ne? Ist hier safe. Vielleicht wäre es halt besser, auf Manchester den Go zu starten und dann halt vielleicht auf Loki zu swappen. Aber was weiß ich schon. Clone hier auf Deep End. Vanya hier low und stirbt! Und das ist eigentlich die Entscheidung. Also ich glaube nicht, dass Deep End und Smitty hier noch was reißen können. Aber ich glaube, Team Skin, Loki und Manchester machen hier den Sack zu. Und das ist das 3-0 für Team Skin. Und somit Best of 5 Winner. Und somit auch fucking Winner vom Grand Final des zweiten Threes Tournaments an diesem Abend. Holy fuck, was ist hier los? Junge, da kann man Loki, Skin und Manchester, ich beglückwünsche euch. Also Boomy DH hat sich hier ausgezahlt. Natürlich auch GZ an Team Deep End. Ihr habt eigentlich auch meinen vollsten Respekt verdient, weil taken wir nochmal einen Look in das aktuelle Bracket. Dann sehen wir hier, dass Team 4 sich von der ersten Runde durch das Lower Bracket komplett wieder ins Final gekämpft hat. Und ich glaube, am meisten Games hier, 5 Games gespielt. Ich glaube, das hat hier kein anderes Team. Und Respekt. Aber trotzdem müssen wir hier den Win an Team 6 geben. Und damit Gewinner vom Tournament. Herzlichen Glückwunsch. Well fucking played.